Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 408. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei die Frau Patricia. Hallo. Der Duke. Ja, servus, hallo. Der Herr Basti. Gute und Grüße. Und zu Gast heute im Internet, bestens bekannt als Zambrine, heute hier unter ihrem Künstlernamen die Katrin. Hallo. Und auch bekannt aus diesem Internet, der Etienne von den Rocket Beans. Hi. Gute, schön wieder hier zu sein. Hallo. Ah, schön, dass ihr da seid. Wir haben ein Potpourri an Themen. Wir wollen reden über Transfergerüchte und vielleicht auch Transfers, die notwendig sind. Etienne hat sich da so ein bisschen extra dafür diese Diskussion so ein bisschen Frust angestaut, hat er gesagt. wir müssen auch mal über Fans im Stadion reden, über das Spiel gegen Bielefeld. Da hat sich vielleicht bei dem einen oder anderen auch ein bisschen Frust angestaut, außer bei Basti, der ist über den Sommer irgendwie total entspannt geworden, keine Ahnung warum. Und da müssen wir auch mal über das künftige Spiel reden, nämlich das Spiel gegen die Hertha und warum Patricia da besonders stark drunter leiden wird. Dazu dann aber mehr im Verlaufe dieser wahrscheinlich achtstündigen Sendung oder irgendwas in der Richtung. Ja, dann lass uns doch mal einsteigen mit diesem Fan-Thema, nachdem ja am Wochenende dann doch in den Stadien wieder Fans zugegen sein dürften in unterschiedlicher Ausprägung und in manchen Stellen dann auch kurzfristigerweise nicht, weil irgendwelche Zahlen zu hoch waren. Wir waren ja bislang alle so auf dem Trip, dass wir gesagt haben, so alle oder keiner, wir tendenziell erstmal nicht. Katrin, du hast dich als Dauerkartenbesitzerin um eine Karte beworben und tatsächlich auch eine bekommen. Richtig. Also so ein bisschen ist das ein Outing heute, weil ich habe es nicht vielen erzählt. Ich war tatsächlich im Stadion, ich habe mich auch bewusst beworben. Und um den hätte ich dir doch sagen können, Kommentaren jetzt schon vorzubeugen. Ich war vor allem, also mir war bewusst, dass es nicht das wird, was wir kennen. Also ich bin sehr bewusst dahin gegangen mit dem Gedanken, das kann auch nach hinten losgehen. Es kann sein, dass es mir noch schlechter geht danach, ohne Fußball. Aber ich wollte es unbedingt mal gesehen haben und vor allem, ich wollte mir auch ein Bild von dem Hygienekonzept selber machen. Also das war mir sehr wichtig. Was ja, wenn man so sich Kommentare durchliest, sehr, sehr gelobt worden ist bei der Eintracht. Wie war das denn? Also Regelung vorher oder Vorgabe war ja so ein Stück weit, es gibt irgendwelche Anreisezeiträume und Eingänge, die quasi empfohlen werden. Also wir hatten ja letzte Woche uns so ein bisschen diese Regelungen angeguckt. Da ist ja immer nur von Empfehlungen gesprochen worden. Da war ja nicht irgendwie Vorgabe oder irgendwas. Ich weiß, dass es aus anderen Stadien tatsächlich irgendwie so 20 Minuten Zeitslots gab, in denen man zwingend da sein musste. Davor, danach kam man irgendwie nicht rein. Ich weiß nicht, ob das so die schlaue Lösung ist, die tatsächlich Leute dann vor so einem Stadion zu sammeln. Wie war das denn so mit Anreise bei der Eintracht? Also es stand auf der Karte drauf, stand der Eingang, wo du eigentlich reingehen solltest und ein Zeitslot. Und das war schon so der erste Moment, wo ich dachte, Mist, was hast du getan? Weil mir wurde Gleisdreieck gesagt und ich bin ja ein Fantreff-Geher und gehe mal an der anderen Seite rein. Und es stand aber auch drin, ganz eindeutig, es ist eine Empfehlung. Also sie haben auch gesagt, sie haben sich halt erbeten, dass man sich dran hält wegen Disziplin und weil sie das ja in Zukunft weitermachen wollen und so weiter. Aber es war ganz klar nur eine Empfehlung. Und ich bin dann letztendlich jemandem mit dem Fahrrad zum Stadion gefahren. Also ich wollte schon auch, war mit der Bahn, war ich mir nicht so sicher. Habe aber dann gehört, dass ein Kumpel, den ich getroffen habe, der war praktisch alleine in der Bahn. Ich bin mit dem Fahrrad gefahren und wir sind dann erstmal zum Fantreff. Und ich habe dann gesagt, okay, komm, wir gehen jetzt mal zu dem üblichen Eingang. Und wenn es da voll ist, sind wir mit dem Fahrrad schnell am Gleisdreieck und können dann da reingehen, wo wir reingehen sollen. Aber ich glaube, an diese Empfehlung muss ich sagen, also die Leute, die ich getroffen habe, haben sich, glaube ich, alle nicht dran gehalten. Es war aber auch nicht schlimm, weil wir sind auf den Eingang zu und es war komplett leer. Okay. Also man konnte sofort durchgehen zum Ordner. Das war diesmal nur eine Reihe Ordner, drei Viertel Männer, Viertel Frauen und ich konnte sofort durchgehen und war überhaupt kein Problem. Okay. Komplett leer. Und dann in den Block direkt und an den Platz, weil außenrum
ist ja dann auch entsprechend wenig Programm, oder wie kann man sich das vorstellen? Ja, also wir sind dann rein. Also erstmal, was ich ganz, ganz witzig fand, halt eben dieses Abtasten. So hieß es dann gleich erstmal umdrehen und ich zuerst so, wieso umdrehen? Dann wurde mir klar, ja, du sollst dich dabei natürlich nicht anatmen. Und dann bist du halt durchs Drehkreuz und dann standen da gleich die Desinfektionsspender und es liefen noch Leute mit so einem riesen Kanister auf dem Rücken rum, mit so einer so einem Sprühding und haben dir die Hände halt wirklich, wenn du hingegangen bist, komplett rundum eingesprüht. Und dann sind wir halt vorgelaufen. Wir wollten schon noch mal kurz zum Museum, weil ich wusste, Grüße, dass die Pia da ist und der Hallo sagen. Es war super leer. Also ich glaube, im Güntersburger Park oder im Grüneburg Park ist voller an so einem sonnigen Samstag. Also es hat sich komplett verlaufen. Ich hatte überhaupt keine Bedenken. Es gab natürlich tatsächlich, klar, kein Bier. Es waren so ein paar Essensstände offen. Da bin ich aber nicht hin. Ich kann ja im Stadion nichts essen. Getränke habe ich mir im Stadion, also wir haben vorne am Fantreff was getrunken, aber im Stadion dann nicht mehr. Und dann waren wir halt kurz am Museum und da wurde auch sehr, sehr genau drauf geachtet, war halt außen dieser Fanartikel stand und da war dann auch Maske. Generell, das muss man dazu sagen, auf dem gesamten Gelände war Maskenpflicht. Und meine Begleitung, der hat ab und zu mal die Maske, wenn du so mitten da auf dem breiten Weg rumgelaufen bist, hat er die Maske mal abgezogen und wurde dann sofort sehr nett ermahnt. Also muss man aber auch sagen, immer sehr, sehr höflich, sehr nett. Okay. Und da wurde extrem drauf geachtet. Und dann, ja, und dann sind wir halt den üblichen Weg ums Stadion rum und da war es halt schon mega traurig, weil klar, vor der Nordwestkurve, wo es sonst immer voll ist, gähnende Leere. Das war ein schlimmer Anblick. Da habe ich auch ein Foto gemacht. Nach meinem Outing kann ich die Fotos ja mal twittern. Und sehr gut, ja. Dann halt bis zum Block und dort die Treppe hoch, auch total leer, alles komplett leer. Und bis zum Platz. Ich saß in der Nähe von meinem üblichen Dauerkartenplatz, aber zwei Blöcke weiter Richtung Nordwestkurve und ein bisschen weiter unten. Und da war auch sofort klar, du hattest nach vorne hin, hinter dir, rechts und links. Ich saß am Rand, aber sonst um dich rum immer zwei, drei Plätze frei. Wie ist es denn? Sind diese Plätze alle nur einzeln vergeben worden? Weil es gab ja mal in dem ursprünglichen DFL-Konzept irgendwie auch die Möglichkeit, ich glaube, bis zu 5 Plätze auf einmal zu reservieren in so kleinen Gruppen. In dem Fall wahrscheinlich nicht, ne? Glaub nicht. Also ich hab niemanden gesehen, der da neben jemanden saß. Okay. Niemanden. Also zumindest auf der Gegengerade und so habe ich nichts gesehen. Es war alles komplett verteilt. Okay. Also das habe ich nicht gesehen. Ich glaube auch, das ist im Moment nicht möglich. Bin ich mir sehr sicher, weil also ein Freund von mir ist auch noch ins Stadion gegangen und das war überhaupt keine Diskussion. Also ich glaube, hast auch überhaupt keinen Einfluss drauf. Sie versuchen ja, dich in die Nähe von deiner Dauerkarte zu setzen, von deinem Platz. Aber du hast keine Wunschmöglichkeiten. Heike, liebe Grüße, die saß auch auf der Gegengerade, die sitzt sonst Richtung Haupttribüne eher. Also du konntest auch komplett umgesetzt werden. Okay. Und am Platz durftest du dann die Maske abnehmen. Und essen, trinken, rauchen, alles nur am Platz. Und es war auch klipp und klar in dem Text gesagt, wenn du aufs Klo gehst, sollst du nicht irgendwo neben jemandem stehen bleiben und mit dem reden. Und die Getränkestände und Essensstände in den Gängen oben waren alle komplett zu. Da war wohl unten was offen, aber bis da unten bin ich dann gar nicht gegangen. Ja. Und dann jetzt, ja. Vielleicht noch eine Sache, weil das war ja auch immer so der Kritikpunkt oder die Angst, Toiletten. Ich musste sehr lachen, weil ich war komplett alleine da drin. Also das hat sich auch brauchte man sich auch überhaupt keine Sorgen zu machen. Keine Schlangen, nichts. Ich war alleine da. Also hattest du eingangs gesagt, du bist ja so auch aus so einem Experimentgedanke dahin zu gehen, um am eigenen Leib zu erleben, wie groß so der Unterschied zu dem bisherigen Stadionerlebnis, zu dem jetzigen Stadionerlebnis ist. Wie groß oder wie klein ist denn die Abweichung davon aus deiner Wahrnehmung heraus?
es ist genauso, also für mein Empfinden, und das kann, ich weiß, andere haben es anders empfunden, für mein Empfinden ist es genauso groß, wie alle befürchten. Also ich bin auch ernsthaft, das nächste Spiel werde ich sehr sicher nicht gehen, denke ich, weil ich brauche jetzt erstmal ein bisschen Abstand. Ich fand es ziemlich ernüchternd. Es ist halt, du sitzt komplett singulär. Ich habe kürzlich ein total gutes Buch gelesen, Crowds. Da geht es eben um so diese Massenveranstaltung, aber vor allem im Stadion, im Fußball. Und der hat die Betonung sehr auf körperliche Nähe gesetzt. Und ich habe während des Lesens gedacht, ach naja, komm, übertreib nicht so. Ich habe mich innerlich bei ihm entschuldigt während des ganzen Erlebnisses. Durch diese Abstände hast du das Gefühl, du bist irgendwie alleine dort. Und klar habe ich war dann schon mit dabei, worüber ich mich sehr gefreut habe, war mal wieder das ganze Spielfeld zu sehen. Es war auch schön, ich habe die ganzen Geisterspiele eigentlich alle alleine geguckt. Ich war schon sehr froh, mal wieder Leute um mich rum zu haben. Vor mir hat auch einer furchtbar geschimpft die ganze Zeit. Ich habe auch geschimpft und es wurde auch gesungen. Also es wurde auch im Herzen von Europa gesungen. Es wurde schwarz-weiß wie Schnee gesungen, es wurde geschrien, gerufen und es gab einzelne Versuche, es gab auch schon so einen situativen Support, das fand ich eigentlich schon auch ganz lustig, das mal wieder so richtig mitzukriegen, aber es ist was komplett anderes. Also ich habe diese Nordwestkurve, die Ultrakurve, also die Steherkurve, da waren die Sitze, die waren installiert, ich habe die vor Augen gehabt und ich fand es ziemlich traurig. Und die Gesänge sind auch nicht, also es ist nicht wirklich mal was für längere Zeit entstanden. Es war immer so gefühlt für mich eine halbe Minute und dann ist es wieder abgeebbt. Das war also auch nichts Koordiniertes wahrscheinlich, oder? Nee. Waren es schon kleinere Gruppen, die sich zusammengetan haben, dann auch mit einem gewissen Abstand, die dann, okay. Genau. Also es hat immer mal in der Ecke jemand mit einer Wahnsinnsstimme dann angefangen und probiert. Aber das hat sich nicht durchs ganze Stadion. Ich glaube, bei Wer nicht hüpft, ist Offenbacher, ging es mal eine Zeit, da hatte ich das Gefühl, es könnte vielleicht fast das ganze Stadion gewesen sein. Okay. Und gut, das Spiel hat jetzt auch nicht dazu beigetragen, aber und wo es auch meiner Meinung nach sehr, also wo dann mal so Stimmung aufkam, war eher, als der Torwart von Bielefeld so verzögert hat und alle wütend geworden sind und er den Ball dann ins Aus geschossen hat. Da war dann mal kurz richtig Stimmung. Da hast du auch mal kurz alles vergessen. Also diese etwas aggressivere Stimmung. Okay. Aber ich fand es sehr ernüchternd. Also du sagst jetzt, basierend auf deinem Erlebnis, kann man mal mitgemacht haben, aber jetzt so eine zeitnahe Wiederholung schließt du tendenziell eher aus. Naja gut, ich keine Ahnung, wie ich in 2 Wochen dann wieder denke. Wenn mir jemand versprechen würde, dass es nächstes Jahr im Herbst wieder so ist, wie es immer war, dann würde ich wahrscheinlich sogar jedes Mal gehen. Das Problem ist nur, wenn du nicht weißt, wann ist es denn mal wieder so und gehst dahin, dann gehst du jedes Mal noch deprimierter nach Hause, weil du denkst, das ist ja nicht das, was ich vom Fußball kenne. Die Frage würde ich gerne noch ein bisschen provokanter formulieren. War es denn besser, als nicht zu gehen? Das ist eine echt gute Frage. War es besser als nichts, sage ich jetzt mal, das ist eigentlich ja interessant. Ist es so, dass du sagst, bevor es gar nichts gibt und ich gar nicht mehr ins Stadion gehe, dann nehme ich halt das mit? Oder sagt man dann lieber, ich treffe mich lieber mit Freunden, schaue vom Fernseher und habe da meine Ruhe, kann da ein bisschen rumschreien mit dem Fußballerlebnis, was wir alle lieben und kennen, hat es ja dann wenig zu tun, zumindest so, was ich jetzt hier gehört habe. Ja, ich finde es eine ziemlich gute Frage. Also ich müsste erst auch nochmal ausprobieren, Geisterspiele mit anderen Leuten zusammen zu gucken. Wie gesagt, das habe ich nicht gemacht. Dann würde ich, also ich würde jetzt für mich sagen, es muss sich jetzt erstmal setzen und ich würde jetzt im Moment nicht beschwören, dass ich es nicht nochmal mache. Also ich könnte jetzt nicht komplett sagen, das mache ich jetzt gar nicht mehr. Diese Konsequenz traue ich mir nicht zu. Aber ich würde mit dem Gefühl hingehen, ja, es ist mal ein bisschen Ablenkung vielleicht oder so und es ist mal wieder ein bisschen, es kommt ja auch drauf an, vielleicht dürfen ja bald wieder noch mehr rein. Dann könnte es sich ja auch noch mal ein bisschen verändern. Aber ich habe, glaube ich, ich meine, ich habe nie gesagt, dass ich nie gehe und ich würde jetzt auch sagen, ich gehe auf gar keinen Fall noch mal. Genau, wer immer gesagt hat, er wird nicht gehen, bevor nicht alle anderen gehen können, ist der liebe Basti. Der dann aber ja doch am Wochenende als Business-Termin getarnt, sich an den Herren des FC Bayern orientiert hat und gesagt hat, ich gehe mal in so eine Business-Loge.
wir wollen jetzt nicht darüber reden, wie das dazu kam, aber wie war denn so das Gefühl für dich? Ja, ich will aber schon reden, wie es dazu kam, weil das kann ich so nicht stehen lassen. Das war tatsächlich nicht getan, sondern das war tatsächlich so. Die Stadt Frankfurt hatte mich eingeladen, weil wir vorher zusammen ein Projekt hatten und dann ging es tatsächlich um Fußball 2000, verurteilt und 93 live in der Match Cup. Um diverse Dinge, die man da beachten muss und bla bla. Und die dachten halt, die tun mir einen Gefallen, wenn die einen Geschäftstermin dann ins Stadion verlegen, weil die natürlich dachten, ich will unbedingt dahin. Das war nicht der Fall, habe ich auch den Leuten da so ein bisschen erzählt, aber ich habe es dann ähnlich wie die Zambrine dann gesagt, meine Güte, das ist jetzt auch nicht so, dass ich da großartig in dem Sinne gelitten habe, dass ich sage, oh, ich vergesse meine Ideale, weil das ist mir eigentlich scheißegal. Meine Güte, was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Wenn ich da Bock hätte hinzugehen, wäre ich auch hingegangen. Hatte ich aber nicht, muss ich sagen. Ich hatte tatsächlich auch das Modell im Kopf zu denken, okay, um 13 Uhr fängt das alles an, dann kann ich auch irgendwie, schaffe ich es noch nach Hause. Bin dann da geblieben, weil ich danach mit dem anderen Kollegen noch was gemacht habe. Ich kann halt zu diesem Anreisekram und so nichts sagen. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht auf die Karte beworben, sondern ich habe die bekommen. Ich durfte mit dem Auto da reinfahren. Das heißt, diese ganzen Kontrollkram und Einreiseslots hatte ich überhaupt nicht. Ich bin einfach im Auto hingefahren, dann saß ich in der Loge, da gab es was zu essen. Dann hat das Spiel angefangen. Das heißt, das hat sich für mich so angefühlt, als wenn ich ganz normal ins Stadion erstmal gehe, so, weil da keine großartigen, ich habe es nicht großartig mitgekriegt. Ich musste halt Mundschutz aufziehen, aber daran hat man sich ja mittlerweile gewöhnt. Hab mich aber jetzt nicht so gefühlt, dass ich dachte, oh geil, ich bin jetzt hier im Stadion, scheiß drauf, bla bla, sondern ich habe es ja auch skeptisch beobachtet. Ich war natürlich gespannt, wie das ist, nach so langer Zeit mal wieder ins Stadion zu gehen. Und muss sagen, am Anfang war ich auch wirklich, hatte ich auch feuchte Augen, weil so ein bisschen, da kamen die Gesänge und das am Anfang war es auch noch laut. So, also du hast gedacht, wow, 6500 können auch echt Welle machen. Das hat sich aber ziemlich schnell wieder erledigt gehabt. Also ich war dann ein bisschen enttäuscht. Ich habe es bei Fußball 2000 schon gesagt, ich will das Fass jetzt auch gar nicht zu groß aufmachen, aber ich war ein bisschen enttäuscht, weil ich dachte, die Leute, die da sich beworben haben, haben richtig Bock gehabt hinzugehen. Die waren auch ein halbes Jahr nicht mehr da. Die haben richtig Bock, die Mannschaft zu unterstützen. Das war so das Argument, was ich von vielen gehört habe. So, man muss die Mannschaft jetzt auch unterstützen, wenn es geht und so. Davon habe ich dann nicht mehr viel gesehen. Das war sehr spielbezogen. Das gefällt dem einen oder anderen. Aber ich finde auch spielbezogen ist es trotzdem, dass wenn die Eintracht das 1-1 macht, dass man dann nochmal denkt, pam, pam, go, 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 go. Und egal, ob das koordiniert ist oder nicht, mach halt Lautstärke. Mach irgendwie ein Gefühl für die Mannschaft. Dass du das Gefühl hast, das Spiel muss noch gedreht werden. Und das habe ich komplett vermisst. Es ist auch das eingetreten, was ich bei 93 mit Axel schon lustigerweise prophezeit hatte, dass es so situative Kapos gibt, sage ich mal, die dann denken, ich mach es. Die dann aufgestanden sind und irgendwie, Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, angestimmt haben. Das stimmt. Wo keiner mitgesungen hat. Also da gab es schon ein paar Kandidaten, die fand ich sehr speziell. Ja. Aber wie Chris Zambrin es schon gesagt hat, das hat sich nicht durchgesetzt. So, es gab immer wieder mal Gesänge und es war natürlich auch schön, das zu hören. Das will ich gar nicht leugnen. Natürlich ist es schön, wenn da bekannte Gesänge gesungen werden und so ein Torjubel stattfindet. Aber für mich bleibt es weiterhin so, und das kann ich jetzt auch hier sagen, ich werde mich weiter nicht auf Karten bewerben. Ich weiß natürlich nicht, ob ich noch, was weiß ich, irgendwann mal mit Nike einen Termin habe und die mich in ihre Loge einladen, von mir aus. Es ist nicht so, dass ich sage, da würde ich irgendwie komplett das Gefühl haben, ich vergrabe meine Ideale, sondern es geht ja um diesen Akt zu sagen, okay, ich will dahin. Und den habe ich weiter nicht. Den habe ich, glaube ich, jetzt auch erst recht nicht. Ich wäre, glaube ich, für mich war es gut, weil ich wusste ja nicht, wie es ist. Ich habe ja die ganze Zeit gesagt, nee, ich will da nicht hin, wenn die aktive Fanszene nicht da ist. Aber ich hätte das ja einfach auch ohne Stichprobe gesagt. Und jetzt habe ich eine. Und ich kann, das, was ich befürchtet habe, hat sich bestätigt. Das macht es für mich noch schlimmer. Dies zu fühlen, dass ich das vermisse, wenn du es dann noch so in so einer soften Form bekommst, die dir an gewissen Stellen trotzdem nicht passt, also keine Auswärtsfans, kein Alkohol, keine Stehplätze, bla bla bla, dann tut mir das wahrscheinlich nicht so gut. Und ich hoffe halt, dass die Leute, die da Bock haben hinzugehen, die das auf sich nehmen, für die das okay ist, dass die in Zukunft dann einfach auch ein bisschen mehr supporten und dass du zumindest das Gefühl hast, das hilft der Mannschaft. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ist jetzt aber auch nicht so schlimm, dass hier jetzt irgendwelche empörten Tweets kommen müssen. Hast du selber nicht gesungen? Bla, lass mich in Ruhe, Alter. Das ist einfach nur mein Eindruck so. Es ist auf jeden Fall nicht so, dass ich beseelt nach Hause kam. Es ist nicht so, dass ich dachte, oh, das will ich jetzt doch machen, weil das war besser, als ich dachte. Das war auf gar keinen Fall der Fall. Es war ähnlich, wie ich es mir vorgestellt habe. Und das hat ja dazu geführt, dass ich sage, nee, ich will da nicht hin. Und das bleibt bei mir so. Also es bleibt auch so bei mir
wenn ich die freie Entscheidung habe, gehe ich dahin, dass es weiterhin so ist, dass es nicht so ist. Ich weiß natürlich auch nicht, wie es ist, wenn man sagt, es dürfen wieder 25.000 dahin. Man entwickelt eventuell ein Konzept, wie Union Berlin das schon teilweise gemacht hat, wo man sagt, okay, da gibt es irgendwie trotzdem auch Stehplätze, die irgendwie so einen eingespreadeten Kreis da haben und so. Also ich will mit Sicherheit jetzt hier nicht kategorisch ausschließen, dass ich erst wieder gehe, wenn alles wieder ganz normal ist, aber es müssten zumindest viele Veränderungen stattfinden, die dazu führen, dass auch die aktive Fanszene wiederkommt, dass man mit denen, ich hoffe irgendwie, und ich weiß es nicht, ich habe gar keine Ahnung, ob es da überhaupt Möglichkeiten gibt, ich will es einfach nur meine Gedanken in den Raum werfen. Ich fände es geil, wenn es da eine Möglichkeit gäbe, dass die da sind und dafür sorgen, dass da wieder ein bisschen Rabatz ist und dass man mit denen irgendwie, ja, ich weiß nicht ganz genau, da werden ja Gespräche stattgefunden haben und ich kann auch verstehen, dass sie das in der Form, wie es gerade ist, ablehnen. Ich kann natürlich aber auch die Eintracht verstehen, dass die sagt, was sollen wir denn sonst machen? Ich kann auch die Eintracht verstehen, dass die über jeden, der da ist, froh ist, weil sich das, glaube ich, ab irgendwie 12.000 Zuschauern wird sich das irgendwann auch finanziell wieder lohnen. So. Ich kann verstehen, dass sie den Schritt gegangen sind. Wenn ich aber wieder zu meiner persönlichen Ebene zurückkomme, ja, also Stand heute sage ich auf jeden Fall, ich werde erstens Stadion zurückkehren, wenn die aktive Fanszene auch wieder da ist und wenn man ein Konzept gefunden hat und wenn die Situation es zulässt, das muss man ja auch sagen, ist ja nicht so, dass da irgendeiner das nicht will, sondern die Situation ist halt so. Und das ist, glaube ich, das Schwierige. So, du kannst alle Seiten verstehen, du kannst den verstehen, der hingeht, du kannst den verstehen, der nicht hingeht und so weiter und so weiter. Und ich wollte das schon immer mal sagen, wenn Katrin auch dabei ist. Ambivalenz aushalten, würde ich sagen. Ich liebe es. Ambivalenz verarbeiten danach ist auch wichtig. Da ist man dann zwei Tage verkatert danach. Ich wollte gerade sagen, das ist dann gleichbedeutend mit Ambivalenz ertrinken, oder? Ja, genau. Okay. Ich habe es ja nur im Fernsehen gesehen und muss auch sagen, dass ich so ein sehr ambivalentes Gefühl hatte, um mal bei diesem Wort zu bleiben. Auf der einen Seite hat es mich tatsächlich gefreut, wieder Fans im Stadion zu sehen. Das hat sich zumindest am Fernsehen ein Stück weit mehr wieder wie Fußball angefühlt. Auf der anderen Seite hatte ich so dieses ganz große Gefühl im Bauch, dass sich das gerade irgendwie alles sehr falsch und komisch anfühlt. Dennis, Patricia, Etienne, wie ging es euch denn mit dem Thema Fans im Stadion aus der Ferne beobachtet? Und würdet ihr nach den Erzählungen von Basti und Katrin eher ins Stadion gehen oder eher draußen bleiben? Ladies first. Okay, also mir ging es da ähnlich wie René, glaube ich. Also ich habe den Fernseher angemacht und dachte mir dann erst, wow, okay, das klingt doch lauter als 6.500 Fans, also anfangs zumindest. Ich finde auch, das ist so ein bisschen abgeebbt dann. Aber ja, ich weiß nicht, also anfangs dachte ich noch so, ich hatte auch kurz so diesen Neidmoment, dass ich dachte, okay, da sind jetzt wirklich Leute im Stadion und die singen im Herzen von Europa und das ist schon irgendwie nicht geil, aber normaler, als dass man gar nicht gehen kann. Aber dann so im Laufe des Spiels, als das so ein bisschen abgeebbt hat und jetzt auch nach den Erzählungen von sowohl Katrin als auch Basti, bestätigt mir das nur so ein bisschen, was ich ja auch befürchtet habe und weswegen ich mich da so ein bisschen vorsträube, ja, hinzugehen frühzeitig, weil das halt einfach, es klingt sogar zum Teil ein bisschen gruselig, dass da halt Leute mit diesen Desinfektionsspende-Dingern rumlaufen und dir die Hände einsprühen können und so, dann bist du auf dem Klo, was normalerweise komplett voll ist und da bist du ganz alleine in diesem langen Gang mit den ganzen Kabinen. Das klingt zum Teil auch ein bisschen gruselig und ist nicht das, was ich mir vorstelle. So. Deswegen, ja, es war anfangs wirklich so ein bisschen, okay, krass, wieder Fans, es ist auch mal ganz schön, aber so ganz überzeugt hat es dann auch nicht, dass ich jetzt sagen würde, wow, vielleicht gucke ich doch, ob ich es irgendwie schaffe, hinzukommen. Also soweit bin ich jetzt noch nicht. Achso, ja, dann mach erstmal das. Nee, Etienne, mach du, gerne. Ja, ich habe auch gar nicht so viel dazu zu sagen. Also ich fand es, ähnlich wie Patricia es gesagt hat, am Anfang dachte ich erstmal so, wow, geil, die machen ja ganz schön Lärm und hat erstmal wieder so, ja, wir sind halt schon die geilsten Gefühle eingesetzt, selbst mit 6.000 ist es relativ laut. Ja. Und dann habe ich aber ehrlich gesagt gar nicht mehr so drauf geachtet und habe eigentlich nur in bestimmten Situationen, als dann Ortega da das Zeitspiel gemacht hat und so, ist es mir dann nochmal aufgefallen, dass da doch auch deutlich Pfiffe zu hören waren. Und ich fand das, als Außenstehender war ich erstmal froh,
dass überhaupt es irgendein Feedback gibt, dass mal überhaupt jemand mal wieder schimpft, wenn der Schiri irgendwie Mist baut oder so, dass nicht einfach alles durchgewunken wird, sondern dass da einfach auch mal ein paar Leute sagen, ey, das ist doch Quatsch, was du da pfeifst. Also ja. Insofern fand ich das erstmal für mich als zwangsweise immer fernsehguckender Zuschauer, fand ich das erstmal gut. Aber ich habe auch schon mal ein Länderspiel in Wolfsburg miterlebt, live im Stadion. Und das war richtig schaurig. Da war zwar das Stadion voll, aber es war so fucking leise, dass du wirklich die Kommentare drei Reihen hinter dir gehört hast. Und das war so ein ganz komisches, weiß ich nicht, ganz komisches Gefühl, wenn du plötzlich flüsterst, weil du nicht willst, dass irgendwie das ganze Stadion dein Gespräch mithört. Und ich kann mir schon vorstellen, dass das halt vor Ort nicht so geil ist. Aber ja, es ist halt... Ist ja auch müßig, eigentlich darüber so groß zu diskutieren, weil es ist halt, wie es ist. Und es ist für die Eintracht besser als nix. Und für uns Fans ist es halt nicht geil. Aber die Alternative ist halt, gar nicht dabei zu sein. Das muss halt jeder für sich selber wissen, ob er lieber eine lame, sag ich mal, Stadion-Experience hat oder gar keine. Ich glaube, da sind so die Wahl zwischen zwei Übeln zurzeit. Ja, den gehe ich voll mit. Und auch Patrizia, was ihr beide gesagt habt, gerade vom Fernseher fand ich auch, ist teilweise überraschend laut. Kommt natürlich auch drauf an, wo stand das Mikrofon. Ist ja auch immer so eine Ausrichtung. Ihr habt ja gesagt, es gab hier Situationskapos, die sich versucht haben. Nein, interessant, also muss man wirklich sagen, es wirkte teilweise auch tatsächlich mal eine Zeit lang abgestimmt, als wären einige, aber ihr sagt ja vor Ort, die Stimmung war doch eher mies, zeigt mir, glaube nicht immer das, was du im Fernseher siehst, nein, das ist der falsche Ausdruck, nein, es wirkte für mich tatsächlich nach mehr Emotionen vor Ort, dass ich wirklich gedacht habe, wow, das könnte ja doch was werden, gerade, ich glaube jetzt gegen Hoffenheim wird ja die Zahl schon auf 8000 Fans erhöht, ich hoffe natürlich auch darauf, dass wir irgendwann auf eine Zahl kommen, dass Basti, und das ist auch meine Hoffnung, dass sie irgendwie ein Konzept finden, dass die aktive Fanszene da, ja, blöd gesagt, ein bisschen bevorzugt wird vielleicht auch, um einfach diese Stimmung und die Emotionen reinzubringen. Und davon hat jeder, der dann eine Karte hat und das Glück hat, damit hinzugehen, natürlich auch ein bisschen mehr, als wenn er alleine irgendwo sitzt und sich das Trauerspiel dann teilweise angucken muss. Auf der anderen Seite, was ich auch sagen muss, für mich persönlich ist es auch natürlich erschreckend, wenn ich höre, du sitzt alleine, darfst nicht zusammensitzen. Das habe ich auch bei manch anderen Fußballspielen, die ich so im Fernsehen dann verfolgt hatte. In manch anderen Stadien gab es da anscheinend ein bisschen andere Konzepte. Zumindest entweder haben sich die Leute nicht dran gehalten oder saßen dann oder standen zusammen. Muss ich wirklich sagen, habe ich gedacht, dass du mit einem Grüppchen zumindest mal mit 2, 3, 4 Leuten, wenn du das Glück hast, natürlich dann auch so Karten zu bekommen, hättest mal ein lustiger Event werden können, einfach auch, um diese Erfahrung zu machen. Katrin, das finde ich auch toll, dass so klar und deutlich nochmal gesagt wurde, es war für dich im Endeffekt ein Experiment, und das Experiment ist eigentlich so ein bisschen, das Ergebnis ist so, wie es momentan ist, ist es nicht so wirklich toll. Kann man natürlich hoffen, mit 8000 Fans und vielleicht Erfahrung aus dem ganzen Konzept, dass beim nächsten Mal schon ein bisschen besser wird. Ja, das halb. Also ich bin auch eher dafür, wenn die Zahlen steigen, im Sinne von die zugelassenen Fans steigen, dass es irgendwann auch so weit sein wird, dass ich mich aktiv hoffentlich bewerbe. Das muss man dann immer schauen, inwieweit da auch die Gruppierung mitgeht. Alleine die Erfahrung, um alleine hinzugehen und es mir anzuschauen, das ist definitiv keine Alternative für mich. Fußballspiel, und da habt ihr vorhin auch schon genau richtig zum Einstieg gesagt, war natürlich jetzt auch nicht so, dass man sagt, wow, da wird ja ein Feuerwerk auf dem Fußballplatz abgefeuert ohne Ende. Das ist ja richtig geil, da geht jeder mit und schreit mit. Aber gerade das ist ja eigentlich das, was unsere Fanszene ausmacht, sowohl in guten wie in schweren Zeiten, schöner Support zu erkennen, auch wann braucht die Mannschaft sowas. Und das, Basti, hast du, glaube ich, vorhin in deiner Aussage noch mit untergebracht. Da hat komplett das Gefühl gefehlt. Klar, du hattest so ein bisschen dieses oh Gott, Schiedsrichter, was treibst du da? Aber dieser Support der Mannschaft, dass sie wirklich nochmal diese vielleicht auch 110% abrufen können, um das Tor noch zu erzwingen, das hat so ein bisschen gefehlt und werden wir wahrscheinlich auch noch lange drauf warten müssen. Ich würde jetzt mal unter strukturierter Support definieren, weil es ja schon nochmal halt ein Unterschied ist, ob du jetzt situativ auf irgendwas reagierst oder ob du halt, wie du schon sagst, erkennst, okay, pass auf, die Mannschaft braucht jetzt irgendwie nach dem 1-1 nochmal irgendwie einen Push und du machst halt irgendwie 20 Minuten Dauergesang oder irgendwas. Darum geht es nicht mal, finde ich. Ich finde, es geht eher, was Dennis gemeint hat, es geht um dieses Gefühl, dass du das Gefühl hast,
ich bewerte nicht nur, was da passiert, sondern ich probiere es auch ein Stück weit zu beeinflussen. Zu beeinflussen, okay. Also ja, nicht nur so reagieren, ja, so, ah, ja, oh, ja, geiler, ja, Pass, ja, ja, schrei jetzt rum, sondern zu denken, Alter, da ist gerade das 1-1 gefallen, das ist ein schweres Spiel, da muss irgendwie einer reinfallen und wenn es nur diese 0,5% sind, die du mehr reinbrüllst, um die Wahrscheinlichkeit ein bisschen zu erhöhen, natürlich heißt das nicht, dass das Spiel gewonnen worden wäre, aber zumindest hat man dann als Fan das Gefühl, so, wow, pam, pam, was geht ab? Keine Ahnung, aber Etienne hat es ja eigentlich auch richtig gesagt. Was hilft das? Was sollen wir hier Woche für Woche? Die Situation ändert sich nicht. Der größte Hurensohn in dieser ganzen Geschichte ist Corona selbst, so. Das kannst du ja nicht greifen, das kannst du nicht angreifen, da kannst du nichts machen, da gibt es keine Stelle, wo du dich hinwenden kannst. Du kannst keinen Hass abladen, weil das so abstrakt ist. Ich will abschließend nochmal sagen, um was Positives zu diesen Teilzuschauern zu sagen. Ich verstehe, was ihr sagt, am Fernsehen macht das viel aus. Also für mich als, wenn ich mir DAZN-Zusammenfassung anschaue, hat das einen riesen Unterschied gemacht. Hm. Zu denken, ich gucke mir jetzt Dortmund gegen Gladbach die Tore an. Stimmt. Das war viel besser, weil da kann ich es ignorieren, da war ich nicht da. Das will ich dann einfach nur als Konsument haben, weil es eine Reaktion gibt. Das heißt, wenn Haaland das Ding reinknallt, dann jubeln da Leute und das ist ein bisschen weg von diesem sterilen Geisterspielen, die wir die ganze Zeit hatten, wo ich überhaupt gar keinen Zugriff gefunden habe. Das heißt, so ein bisschen Zugriff für Spiele, mit denen Eintracht nichts zu tun hat, kriege ich dadurch, muss ich sagen. Also wahrscheinlich, wenn ich jetzt das Spiel in Berlin mir am Fernsehen anschauen werde, wahrscheinlich ist es da so auch, dass es besser ist, als sich ein Geisterspiel anzuschauen. Auch wenn ich da wieder zu einem negativen Punkt komme, so ohne Auswärtsfans, ist halt auch kacke. Das war auch sehr strange, ehrlich gesagt, als Bielefeld das Tor gemacht hat, dass du halt, wenn Auswärtstore jetzt fallen, dass da gar nichts passiert. Ja, also so, dann weißt du gar nicht, zählt das Tor überhaupt so? Stimmt. Normal hattest du so immer so ein Raw und keine Ahnung. Ja, wie gesagt, ich kann alle verstehen, dass das so gehandhabt wird. Ich finde es halt trotzdem, weil ich finde weiterhin alles richtig kacke. Also das ist so diese Zusammenfassung, die ich für mich gemacht habe. Das ist nicht mal jetzt, dass da nicht so viel Stimmung war, sondern die Gesamtsituation ist halt immer noch das Problem. Man flüchtet sich natürlich in viele einzelne Betrachtungspunkte, aber die Gesamtsituation ist eine Riesenscheiße und das bleibt halt so und da muss man sich auch realistisch vor Augen führen, dass man da auch keine Erwartungen haben darf. Was soll ich jetzt erwarten? So, ich kann ja nicht denken, oh, durch diese Maßnahme wird jetzt alles wieder gut. Nee, das wird erst wieder gut, wenn diese Scheiße vorbei ist. Ich glaube, mehr kann man zu dieser Situation erstmal nicht hinzufügen. Dann lass uns doch jetzt mal den Blick werfen von der Gesamtsituation auf den Rängen zu der Gesamtsituation auf dem Platz, die da über 90 Minuten stattgefunden hat. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass klares Pflichtprogramm oder Pflichtergebnis für die Eintracht am Ende der Sieg ist und alles, was eben dem entgegensteht, ist so ein Stück weit eigentlich dann verloren, auch wenn es das Unentschieden wird. Jetzt ist es am Ende dieses Unentschieden geworden und das, obwohl die Eintracht 18 Mal auf das Tor von Bielefeld geschossen hat und 14 Ecken hatte und tatsächlich nur dieses eine Tor da irgendwie reingewuselt hat. Also ich weiß, es ist schwierig nach dem ersten Spiel da jetzt irgendwie direkt den großen Matchplan für die Saison rauszuziehen, aber so ein bisschen unzufriedenstellend war es am Ende dann schon. Kann ich einen ganz kurzen Take da machen und dann mich zurücklehnen und bin gespannt, was ihr sagt. Ja. Ich muss sagen, für mich war das vollkommen in Ordnung. Wenn 10-mal so ein Spiel stattfindet, gewinnt die Eintracht das 8-mal. Das war Pech, das war ein unangenehmer Aufsteiger. Ich habe da keinerlei Panik, was das dieses Spiel betrifft, weil das so ein typisches, wenn du da das 1-0 machst, gewinnst du da das Spiel, machst und Hinteregger hatte die Chance. Also von mir, René, du hast es im Intro schon ein bisschen angeteasert. Was das betrifft, bin ich noch merkwürdig ruhig. Ich weiß nicht, ob das mit Corona zu tun hat oder ob mich da einfach mein Bauchgefühl leitet, dass alles in Ordnung ist. Ich habe über dieses Spiel nicht unfassbar viel zu meckern, muss ich sagen. Deswegen haben wir ja den Etienne dabei, weil der hat genau. Jeden Fall jede Menge zu meckern. Ja, es geht gar nicht so sehr um das Spiel selbst, aber ich verstehe Basti und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin immer froh, wenn Basti ruhig ist. Ich schreibe ihm ganz oft und er kriegt ganz oft meine Hass-Nachrichten und dann bin ich immer froh, wenn er ausgeglichen zurückschreibt, weil dann denke ich, okay, vielleicht ist es auch einfach wieder nur in meinem Kopf so und wenn Basti ruhig ist, ist das eigentlich immer ein ganz gutes Zeichen, aber was mich halt so an dem Spiel gestört hat, ist, dass ich halt nicht so wirklich eine Entwicklung mehr sehe bei der Eintracht und zwar jetzt schon seit echt einer langen Zeit und mir wirklich
Gedanken mache über diese Kaderzusammenstellung. Das sind alles Themen, die wir auch schon tausendmal besprochen haben, mit der teilweise wirklich spielerischen Armut im Mittelfeld, dem fehlenden Tempo im Angriff, das Pressing ist nicht mehr geil, es werden so viele Langhölzer geschlagen, dann Kostic seit Monaten außer Form meiner Meinung nach, Kamada, der irgendwie ein geniales Spiel macht, dann 3, 4 schlechte Spiele, hinten die Anfälligkeit. Also das waren alles Sachen, die nicht neu sind, aber es stört mich dann halt irgendwie schon, wenn ich das dann gegen Bielefeld dann nochmal sehen muss und diese Schwächen einfach immer wieder aufgezeigt werden. Das hat mich schon auch erschreckt. Klar hatten wir Chancen und du kannst das Spiel auch natürlich auch irgendwie gewinnen. Ich fand aber, es waren jetzt auch nicht, also klar, du hattest diesen Kopfball, du hattest diese Hackenchance von Silva, aber es waren auch wieder so viele unfassbar schlechte Ballverluste in der Vorwärtsbewegung, die, das muss man eben auch sagen, andere Mannschaften auch besser ausnutzen können, als Bielefeld das gemacht hat. Also diese Konter, die Bielefeld teilweise gespielt hat, die waren halt auch einfach absolute Grütze. Und da bin ich nicht bei Basti, dass wir, klar, wenn wir 8-mal gegen Bielefeld spielen, dann 10-mal gegen Bielefeld spielen, dann gewinnen wir vielleicht 8-mal. Aber wir spielen halt nicht 10-mal gegen Bielefeld, sondern nur 2-mal. Und davon 1-mal zu Hause. Und das haben wir schon nicht so geil gemeistert. Also ich finde, da kann man schon so ein bisschen nicht, man muss noch nicht gleich irgendwie einen Kopf in den Sand stecken. Das können wir am Freitag machen, wenn es soweit ist. Aber ich muss schon sagen, das war kein Auftritt, der jetzt das Feuer in mir entflammt hat. Dazu kommt dann diese doch ja sehr verhaltenen Aktionen auf dem Transfermarkt. Und ja, ich weiß, Corona, pipapo, aber sorry Leute, andere Vereine verpflichten auch Spieler und denen kann es einfach auch nicht sehr viel besser gehen als uns. Wir sind gesund, wir haben keine Schulden, wir haben enorm viel Kohle, sowohl im Eigenkapital als auch in den letzten Monaten irgendwie eingenommen. Und mich nervt es, wenn ich dauernd irgendwie lese, neuer Medienpartner, dies, das, überall die Infrastruktur verbessert sich. Und wir haben seit 2 Jahren kein Rechtsaußen. Ja, also das fuckt mich einfach ab, wenn in der, weiß ich nicht wann, 80. Minute oder so Timmy Chandler eingewechselt werden muss. Nichts gegen Timmy, aber ey Leute, ganz ehrlich, diese Baustelle ist schon so lange offen. Und jetzt ist da der Rustic im Gespräch, da habe ich auch meine Zweifel. Ich weiß, ich habe selber auch schon gesagt, lass den Bub doch erstmal ankommen. Wer kannte Jovic, wer kannte Haller und so weiter, weiß ich alles. Aber trotzdem irgendwie, der hat in 70 Spielen in der Eredivisie, wo jeder Zabel irgendwie Scorerpunkte sammeln kann, hat er 10 Scorerpunkte gemacht. Der ist 24. Ja, kann sein, dass der abgeht. Ich habe auch extra mal geguckt. Der spielt ja beim FC Groningen, sagt man das? Nee, wie spricht man das aus? Horningen? Ich weiß, ich habe keine Ahnung. Und die haben halt auch nur 27 Tore geschossen in der Saison, was schon auch echt beschissen ist. Aber ein positives Torverhältnis, nämlich nur 26 gefangen. Also die scheinen, ich habe kein einziges Spiel von denen gesehen, logischerweise, aber die scheinen auch sehr defensiv zu spielen. Vielleicht ist das auch nochmal so ein Knackpunkt, wo man sagt, der hat gewisse Skills, die in der offensiven Mannschaft vielleicht auch nochmal... Ja, dass das da vielleicht nochmal zum Tragen kommt, aber also ich bin trotzdem irgendwie, denke ich mir so, da muss, also dass da nicht irgendwie was Besseres bei rumkommt, dann finde ich nach wie vor, es fehlt eine wirklich spielstarke, kreative Kraft im Mittelfeld. Ich finde es teilweise nicht mit anzusehen, wie da die Bälle hin und her geschoben werden, dass da keine 5 Pässe mal am Stück, sobald es nach vorne geht, ist der Ball eigentlich weg oder es wäre Langhölzer gespielt. Wir haben 15 Minuten gegen Bielefeld, die letzten 15 Minuten haben wir nur noch den Ball nach vorne geholzt. Und trotzdem entsteht da fast nichts draus. Ich erinnere letzte Saison an diese Partie gegen Wolfsburg, war es glaube ich, wo wir den Flankenrekord aufgestellt haben, ja. Und es ist absolut nichts bei rumgekommen. Und das ist genauso das gleiche, 15 Ecken. Wie viele davon waren denn wirklich gefährlich? Also ja, ich weiß nicht. Ich sehe es gerade nicht positiv. Ich bin echt frustriert. Wenn Jovic kommt, das wäre natürlich so ein bisschen so ein Hype-Ding, aber da kann man natürlich auch fragen, also für Jovic ist dann doch irgendwie Kohle da oder was? Weil das wird ja wahrscheinlich so oder so, auch wenn Real, also nur mal angenommen, der kommt überhaupt. Da gibt es ja auch 1000 Meldungen und ich glaube es noch nicht so ganz, aber angenommen, er kommt, dann würde das ja auch bedeuten, dass da wahrscheinlich viel Geld reingesteckt wird für, weiß ich nicht, ein Jahr dann oder was. Du wirst sie nicht weiterverkaufen können. Also es ist auf jeden Fall dann ein Transfer, den du tätigst, um diese Saison Europa
Europa anzugreifen, weil absteigen wird die Eintracht nicht. Da lege ich mich jetzt einfach mal fest. Und mit Jovic wirst du auch wahrscheinlich nicht Champions League spielen. Das heißt, das ist einfach ein Angriff auf Europa. Ansonsten kann ich es mir nicht so ganz erklären. Und die Kohle, da frage ich mich halt schon, wo ist Dahoud? Warum holen wir den nicht? Warum leihen wir den nicht? Warum ist auf rechts außen nicht irgendein Spieler, der auch vom Kaliber hat, wo man sagt, ja, der hilft uns sofort. Du weißt ja bei einem Rustic auch nicht, wie schnell er sich an die Bundesliga gewöhnt. Er kommt aus der holländischen Liga. Ich weiß nicht, die Bundesliga hat schon begonnen. Wir haben Zuber getauscht gegen Gazinovic. Das tut mir leid, es tut mir immer noch weh. Ja, Gazinovic hat bei uns ein bisschen stagniert, aber ich fand es trotzdem immer, wenn er reinkam, ein belebendes ein belebendes Element. Der hat eine Geschwindigkeit, die wir im Kader eigentlich nicht haben. Und ich sehe, also Zubas Einwechslung auch in den Testspielen und auch im Pokal, weiß ich nicht, was das sollte. Wir haben Ilsanka verpflichtet, klar, ist ein Mentalitätsspieler. Aber wir haben irgendwie, ich weiß nicht, ich bin echt unzufrieden, was da in den letzten Transferphasen so bei uns passiert ist. Ich habe das Gefühl, dieses Ganze, was uns ausgezeichnet hat in den letzten Jahren, ist irgendwie dahin und das frustet mich. Dazu dieser matte Auftritt gegen Bielefeld, ich bin unzufrieden. Ich bin unzufrieden. Da kann ich auch mitgehen, da bin ich auch ruhig, aber wahrscheinlich habe ich mich da schon zu oft drüber aufgeregt, als dass ich das jedes Mal aufs Neue machen könnte, weil das verstehe ich auch nicht. Also das diese rechte Seite, dass uns letzte Saison im Winter wurde uns ja schon verkauft, da sind genug Leute und dann haben die sich ja bestätigt gefühlt, weil Chandler direkt in Hoffenheim das Tor gemacht hat. Das ist halt genau das jetzt, tritt jetzt ein, was man halt damals trotzdem schon gesagt hat. Also es geht vielleicht für 5 Spiele auch mal. Das ist ja auch okay. Chandler ist ja auch keine Gurke. Aber langfristig gesehen haben wir da Positionen in der Mannschaft. Und das Komische ist ja einfach, dass das diese zentrale Mittelfeldposition, dass da irgendwie eine Spielstärke rein muss, das ist schon seit 3 Jahren so. Und das mit dem Rechtsaußen ist seit, ja, sagen wir mal, seit 1,5 Jahren jetzt so. Das ist schon krass, dass da nichts passiert. Wahrscheinlich habe ich mich zu sehr einlullen lassen von dem Argument Corona, was, glaube ich, auch weiterhin gilt, muss ich sagen. Weil ich bin trotzdem unter Corona-Bedingungen mit einer Mannschaft für die Eintracht, die halt keinen externen Geldgeber hat wie andere, ist das schon eine Leistung, überhaupt Hinteregger, Kostic und Trapp zu halten. Das ist weiterhin so. Und dabei bleibe ich auch. Ich wäre, glaube ich, kritischer, wenn Corona nicht wäre und die Eintracht hätte diesen Sommer das nicht gemacht. Das glaube ich halt nicht. Ich glaube wirklich, dass die Eintracht Gott sei Dank ruhiger ist als wir und gesagt hat, okay, wir haben das jetzt erkannt, aber bevor wir dann Schnellschuss im Winter machen, ballern wir diese Planstelle, die wirklich wichtig ist, mit einem Spieler zu, von dem wir 1000% überzeugt sind. Und wer weiß, was alles nicht geklappt hat, weil jetzt plötzlich 60 Millionen Euro in der Kasse fehlen. Das wissen wir trotzdem nicht. Das darf man. Du kannst leider nicht, so wie du es gemacht hast, sagen, ja, ich weiß, Corona, dies, das. Das ist halt nicht ein dies, das, sondern das ist halt eine heftige Geschichte für die Eintracht. Noch mehr als für andere. Und wenn du, aber wenn wie du erklärst du dann Jovic? Also da scheint ja dann doch Kohle da zu sein, wenn man die Notwendigkeit sieht. Ja, aber was für Kohle denn? Du tauschst wahrscheinlich einfach 1:1 die Kohle, die Paciencia gebracht hat, gegen Jovic. Dann hast du, und wenn das der Fall ist, Leute, dann ist doch alles in Ordnung. Du hast Paciencia abgegeben und holst dafür, du musst da sowieso einen Stürmer holen. Du musst diese rechte Seite, du könntest halt sagen, okay, du gibst Hinteregger ab und holst dafür einen Innenverteidiger und einen Rechtsaußen für jeweils die Hälfte des Geldes. Das ist, kannst du machen, machst dir aber eine neue Baustelle auf. Ich glaube einfach, dass dieser Jovic-Deal nur zustande kommt, wenn überhaupt. Wenn Jovic auf viel Geld verzichtet und Real auch noch einen Teil übernimmt und die Eintracht vielleicht ein bisschen mehr Jovic zahlen kann, als Paciencia bekommen hat, der übrigens auch seinen Vertrag gerne verlängert hatte, und Schalke den wahrscheinlich kaufen muss, wenn die nicht absteigen. So, das heißt, das ist für mich ein Monster-Deal, Paciencia gegen Jovic zu tauschen. Auch wenn du da mit ein bisschen den eventuellen Marktwert von Paciencia halt aufgibst, weil er dir jetzt nicht mehr gehört und das Geld, was du für ihn bekommst, für Jovic ausgibst, ist ja völlig in Ordnung. Was ja, ich dir recht gebe, Jovic ist für eine Laie, ne? Also das ja, ist schon nochmal. Sag ich ja. Nein, aber das der geht ich wieder ja weg. Diesen Wert gibst du ja auf, das meine ich ja. Du nimmst ja quasi, sagen wir mal, wie viel wird der kassiert haben? 2 Millionen im Jahr plus die 10 Millionen, die Schalke gibt es in 12 Millionen. Die wirst du nicht ganz für Jovic, die werden nicht ganz für Jovic draufgehen.
Das meine ich. Also du zahlst vielleicht jetzt 4 Millionen für Jovic. Und dann finde ich das immer noch einen guten Deal, weil, und dabei bleibe ich auch, ich glaube auch, dass die Eintracht für Rechtsaußen noch einen jetzt holt. Diese Bewegung ist jetzt drin. Das wird sich jetzt verselbstständigen in den letzten Tagen. Meiner Meinung nach glaube ich, dass die Eintracht safe noch 2 Spieler holt. Und dann muss ja, gut, halt Kostic einer dabei sein. Wird, ist ja safe, der Rechtsaußen, so wie es ausschaut. Also der würde sich ja nicht öffentlich so äußern, wenn das nicht auch irgendwie ja gut, aber schon relativ ist aber, weit ist. Ich glaube nicht, dass das derjenige ist, der dieses Vakuum schließen soll. Dabei bleibe okay. Ich. Ich glaube, dass zumindest eins von, ich glaube, entweder kommt noch ein spielstarker zentraler Mittelfeldspieler oder ein Rechtsaußen zusätzlich zu Jovic, wenn das so ist. Dabei, da bin ich fest von überzeugt, und wenn das nicht so ist, kann ich mich immer noch am Redline Day aufregen. Aber. Ja, okay, aber da sehe ich es eher umgekehrt. Ich reg mich so lange auf, bis es passiert, weil ich kann mich noch nicht über Sachen freuen, die vielleicht passieren. Ich sehe nur die Fakten, und die Faktenlage ist jetzt da. Wenn natürlich noch 3 geile Spieler kommen, dann stehe ich nächste Woche hier und sage, ja geil, haben alles richtig gemacht. Stand jetzt finde ich den Kader nicht optimal verstärkt und ja. Eher auch geschwächt durch die Abgänge von Paciencia und Gacinovic. Und klar, lasse ich mich gerne vom Gegenteil. Ich bin der Erste, der sofort jubelt, wenn wir geile Leute holen. Aber ja, ich keine Ahnung, bislang ist da halt noch nicht viel passiert. Ja. Also dieses Thema mit der Abgabe von Paciencia hat man ja gerade, finde ich, jetzt auch wieder bei dem Spiel am Wochenende gegen Bielefeld gesehen. Du hattest halt eben keine Alternative mehr, die du im Sturm irgendwie einwechseln konntest. Und Dost hat jetzt nicht so in dem Spiel funktioniert, wie man sich das vielleicht erhofft hatte. In Silva Asche war zwar einwechseln können. Ja, Silva war zwar präsent, da weiß ich aber auch nicht, inwieweit er vielleicht nach diesem 1:1, wo sie ja auch heftig mit den Köpfen aneinander gerasselt sind, vielleicht dann doch auch noch so ein bisschen sehr Kopfbrummen irgendwie hatte. Ich meine, klar, man hat Barkok eingewechselt dann als ein bisschen offensiveren Achter, aber das wäre halt auch so ein Spiel gewesen, wo du nochmal sagst, du hast irgendwie, du bringst nochmal einen Stürmer für die letzten 10 Minuten, der da vorne vielleicht nochmal irgendwie für die ein oder andere Aktion sorgen kann. Da hast du einen Ache, wo der Trainer selbst sagt, so, den kann ich an der Stelle nicht bringen, und du hast halt momentan keine Alternative. Das ist halt so ein selbstgemachtes Thema in der Situation einfach. Ja, aber nicht nur das, du hast auch immer noch keinen Linksverteidiger, das heißt, du kannst im Prinzip auch keine gescheite Viererkette spielen, ja. Hast also wieder ein System, was du wahrscheinlich durch die komplette Saison durchspielst. Null Variabilität. Sehr guter Punkt, ja. Und hast auch einen Kostic außer Form, logischerweise, der komplett ausgerechnet ist von jedem Gegner. Die wissen auch genau, wie sie ihn frusten können. Und du siehst es schon bei ihm, nach 10 Minuten hat er schon einen Hals. Also ja, ich weiß nicht, da fehlt mir auch, da haben wir auch schon letztes Jahr drüber geredet, wo ist die Alternative zu einem Kostic? Die gibt es auch immer noch nicht. Also Zuba, ja, okay. Ich glaube, aber, dass das ja auch tatsächlich eher das Thema ist. Nach meiner Wahrnehmung ist Kostic nicht außer Form, sondern der ist halt einfach seit 2 Jahren gefühlt der Einzige, der da für die Offensivaktionen sorgt. Und dass dem das halt irgendwann einfach gewaltig auf den Nerv geht, ist halt auch nachvollziehbar. Das glaube ich aber nicht mal, René, sondern ich glaube einfach, dass die Gegner es natürlich auch sehr einfach haben, ihn zuzustellen. Ich, ja, da gehe ich eher auch mit Etienne. Für einen Kostic ist es extrem frustrierend, und die Spieler oder die Trainer von den gegnerischen Mannschaften wissen auch, bitte deckt ihn mal zu zweit, lasst ihn ein bisschen auslaufen, dann vertändelt er. Er powert sich ja da durchgehend aus, und man kann ihm jetzt nicht absprechen, dass er nicht die ganze Zeit versucht, aber das sieht dann teilweise unglücklich aus, dann sind manchmal auch 1-gegen-1 Situationen. Bei einer Situation, wo ich auch gedacht habe, wow, wer mir wirklich am Anfang oder generell in dem Spiel gar nicht so schlecht gefallen hatte, war ein Barkok, der für mich mal jemand ist, der auch mal gute Flanken bringen kann, tatsächlich. Auch der Freistoß, oder ich glaube, es war eine Ecke auch, das kam mal wieder gefährlich. Was ich lange bei der Eintracht jetzt von dieser Gefährlichkeit von so einem Spieler mir gewünscht hätte, wo aber Barkok riesige Schwächen hat, ist genau bei diesem, wann spiele ich den Ball ab, wann gehe ich ins 1-gegen-1. Da waren so viele Situationen dabei, wo du sagst, boah, das ist natürlich fürchterlich, warum spielst du denn nicht ab? Aber das, da muss man sagen, da braucht er aber Spiel. Genau, er braucht auch Spielpraxis. Und da habe ich Angst jetzt, dass er die nicht bekommt in dem System. Wieso? Da musst du nämlich genau, wenn ihr sagt und wenn hier gefordert wird, wir brauchen einen starken Ersatz jetzt noch fürs Mittelfeld.
wird Barkok keine Spielzeit mehr bekommen. Das für Barkok ist das der Todesstoß. Wenn hier jetzt wirklich einer kommt, Barkok ist ja reingerückt für den Chor. Chor hat eigentlich ganz okay noch gespielt. Da mussten aber andere Akzente wieder kommen. Rode hat gespielt. Ein Ilsanker wird seine Spielzeit bekommen. Ein Kamada vorne hast nicht verlängert, um im Endeffekt auf die Bank zu setzen. Also es wird irgendwann für den Barkok wird es extrem schwierig, wenn du hier jetzt sagst, ich will hier jetzt nochmal nachlegen, um noch mehr Kreativität reinzukommen. Du musst hier an der Stelle, und darüber haben wir ja vor, ich glaube, 2 oder 3 Wochen schon gesprochen, musst dich ja auch so ein bisschen entscheiden, willst du hier ein bisschen Spieler auch Zeit und ja sozusagen ihre Spielzeit geben, um sich zu entwickeln. Und das braucht Barkok, da sind wir uns alle einig. Der hat Potenzial und er hat es auch wieder gegen Bielefeld gezeigt. Klar ist Bielefeld jetzt nicht der geilste Gegner und es waren auch blöde Situationen mit drin, aber sobald er ein bisschen Spielpraxis bekommt, glaube ich, kann der wirklich was bringen. Ja. Wenn du ihm natürlich jetzt aber einen entsprechenden starken Spieler da noch mit auf die Position setzt, glaube ich, wird er keine Spielzeit mehr bekommen. Ja, aber das finde ich nicht, weil ich finde, der kann 3 Positionen spielen. Also der kann sowohl auf der 8 spielen, der kann auch auf der 10 spielen und der kann außen spielen. Ich glaube, dass das eigentlich ein gutes Zeichen ist, dass Barkok direkt nach 45 Minuten eingewechselt wurde. Also das ist für mich, ich hätte den weiter von der Mannschaft weg erwartet und er ist einer, auf den setze ich auf jeden Fall auch Hoffnung. Und natürlich ist es der Situation geschuldet, dass er einfach keinen holen kann. Dann muss halt so jemand wie Barkok mal zünden. Ich sehe das auch. Ich glaube auch, dass der seinen Schritt machen wird. Und ich glaube auch, dass Djibril Sow auch noch nicht am Ende seiner Entwicklung. Stimmt, den ist, haben weil wir der auch jetzt einer, ja. Der ist auch noch da. Also ich glaube, diese Qualität können wir aus den eigenen Reihen kriegen in diese Zentrale. Du kannst Barkok auch öfters mal bringen, wenn Kamada einen Durchhänger hat. Das sehe ich jetzt auch schon, dass Kamada nicht dauerperformen wird. Das heißt, da hat er auch eine Einsatzmöglichkeit. Ich glaube, was wirklich in all unseren Ausführungen jetzt hier klar geworden ist, die größte Problematik bei der Eintracht ist die Disbalance zwischen der rechten und der linken Seite. Du hast links hast du einen Außenstürmer und rechts hast du einen Rechtsverteidiger. Das sind beides keine gelernten Mittelfeldspieler, die sich aber jetzt in einer Mitte treffen. Das heißt, du hast da Costa, wie ihr es gesagt habt, Kostic brauchst du zudecken, da brauchst du keine Angst haben, dass ein Sturmlauf über rechts passiert. Das passiert nicht, weil dafür ist es einfach zu limitiert. Da Costa ist meiner Meinung nach immer noch einfach ein Rechtsverteidiger und Chandler auch. Das heißt, wir haben diesen Spieler nicht und das ist die einzige Katastrophe, die ich sehe. Zu sagen, da ist kein Rechtsaußen in einem System, wo wir mit Rechtsaußen spielen. Das verstehe ich auch weiterhin nicht. Ich verstehe das, habe ich im Winter schon nicht verstanden. Ich habe nicht verstanden, dass man sich so sehr darauf verlassen hat, weil da Costa mal dieses überragende Jahr gespielt hat, zu sagen, ah, das klappt schon, weil auch da war kein Ersatz da. Und ich glaube, damit könntest du es lösen. Wenn du diese Disbalance auflösen würdest, dass der Gegner eben Kostic nicht mehr zustellen kann, weil du rechts auch einen guten Spieler hast, dann ist die Nummer schon gegessen und deswegen bin ich auch so ruhig, weil das sind keine 5 Positionen und das sind Positionen, die ich besetzt haben will, die kann man zur Not auch mit Zone Barkok, wenn man ein bisschen Hoffnung hat und ein bisschen Geduld vielleicht sogar auch, damit füllen. Es ist einfach nur diese eine Position und deswegen bin ich auch so, weil das kann man regeln. Und da, ich bin weiterhin davon überzeugt, dass sie das wissen und habe vor dieser Saison dann auch keine Angst, dass wir nicht einen einstelligen Tabellenplatz erreichen können, was wahrscheinlich leider diese Saison das sein wird, was wir erreichen können. Ich glaube, das muss sich auch jeder klar machen, dass die Eintracht nicht in den Europapokal spazieren wird mit dieser Schwächung, dass halt so ein bisschen Cash durch Corona fehlt. Aber genau deswegen, finde ich, zählt für diese Rechtsaußenposition dieses Argument Corona und wir müssen da sehr sicher sein, halt auch für mich nur bedingt, weil dass diese Vakanz da ist und dass du da ein riesiges Problem hast, wissen wir schon seit Anfang der letzten Saison, wo man das relativ schnell festgestellt hat. Und wenn wir als Laien das relativ schnell feststellen, dass da irgendwie so ein Ungleichgewicht zwischen links und rechts im Mittelfeld oder auf den Außenbahnen herrscht, dann müsste man ja eigentlich erwarten, dass die den Kader eines Profifußballvereins planen, das schon viel früher mitgekriegt haben. Das heißt, du hattest jetzt schon lange vor Corona eigentlich die Möglichkeit, dir da irgendwie Gedanken zu machen und dass da bis heute noch nichts passiert ist. Das ist schon so ein Punkt, wo ich Etienne recht gebe, das ist hochgradig nervend. Ja. Wie sehen das denn die Mädels hier in der Gruppe? Die haben wir jetzt schon lange nicht mehr gehört. Was sagt ihr denn dazu? Findet ihr tatsächlich, dass wir Corona-bedingt trotzdem hier Vollgas geben sollten auf der rechten Seite, zu sagen, egal, wir brauchen jetzt einfach diesen starken Spieler? Oder sagt ihr, es gibt vielleicht auch am Markt gar keine gute Alternative für bezahlbares Geld? Wie ist euer Statement dazu?
Ja, ich würde mal Katrin erstmal einen Vorrang lassen, weil sie jetzt Nein. auch so. Ja, genau. Doch, 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 sag mal. Also, falls du was dazu gerade sagen kannst, wenn wir dich nicht überrollt haben. Und wenn nicht, dann trotzdem. Ja, genau. Oh Gott, ja, naja, gut, ich muss ganz ehrlich sagen, also mein Eindruck nach dem Spiel war ziemlich genau das, was Etienne zusammengefasst hat, ehrlich gesagt. Ich habe es nur nicht zugelassen, weil die Fansituation schon so enttäuschend war und habe dann versucht, mich so auf die Basti-Einstellung wieder hochzuhieven. Ich weiß es nicht, hättet ihr jemanden im Kopf für rechts? Weil ich nicht, ehrlich gesagt. Also liegt es daran, dass sie nicht wollen, dass das Geld nicht da ist oder dass eben auch niemand zur Verfügung steht oder dass sie niemanden finden, wie Basti sagt, die 1000-prozentige Alternative? Das frage ich mich halt. Also. Ja, ich denke mir da halt, dass das jetzt langsam auch nicht mehr zählen darf, dass man da niemanden findet, weil wir halt es, also die können mir jetzt nicht erzählen, dass sie seit Jahren niemanden finden, der diese Position ausfüllen kann, zumindest nicht mal ansatzweise. Also wir haben ja nicht mal einen gelernten Offensivspieler für die rechte Seite. Also wie Basti schon sagte, wir spielen halt mit Verteidigern dort. Und das kann es halt auf Dauer nicht sein. Das ist auch so der Punkt, der mich am allermeisten aufregt, seit schon vor Corona, dass wir halt einfach niemanden für die rechte Seite haben, was auch irgendwie gefühlt all unsere offensiven Probleme oder zumindest einen Großteil bedingt. Also weiß nicht, wie Basti schon meinte, wenn wir einen rechten Offensivspieler haben, dann musst du nicht ständig über Kostic spielen, dann sind wir nicht mehr so leicht ausrechenbar, dann keine Ahnung, ob man das zentrale Mittelfeld noch stärken könnte, dass man halt nicht noch diese ganzen langen Bälle spielen muss, die auch, ganz ehrlich, langsam bin ich es da auch leid, aber das sind halt, wie gesagt, ganz viele kleine Stellschrauben, die wir, also nicht mal viele, sondern eine bis zwei Stellschrauben, an denen man noch drehen muss. Und dann passt das soweit auch schon. Also klar, nicht, dass wir jetzt Bäume ausreißen werden, aber dass man eine solide Saison spielen kann. Und das erwarte ich da ehrlich gesagt auch. Ich habe halt nur so das Gefühl, dass dieses Rustic-Gerücht ist ja mittlerweile nicht mal mehr so wirklich ein Gerücht, sondern es scheint ja schon ziemlich sicher in die Richtung zu gehen. Ich habe halt das Gefühl, dass das wirklich die, anders als Basti meinte, dass es die geplante Personalie für dieses Problem halt sein soll, weil die halt sagen, ja okay, wenn der jetzt nicht sofort zündet, dann spielen wir halt weiter mit Chandler oder so. Hat ja bisher auch einigermaßen geklappt, das kann es nicht sein, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass das die Personalie ist, die angepeilt ist, ja. Und halt vielleicht okay. noch Jovic, keine Ahnung, hoffentlich. Bin ich abgeneigt, ganz ehrlich. Eine Frage aber dazu, weil ich muss sagen, wenn ich mir das Spiel gegen Bielefeld dann anschaue, die gefährlichen Situationen oder wo es im Endeffekt zu Problemen kam, war oft auch in Situationen, wo Kostic nach vorne gezogen war, so dieses typische Vorwärtsbewegung, irgendein Fehlpass und dann lief es über die Seite, auch das Gegentor ist, glaube ich, ja dann über die Kostic-Seite entstanden, wo einfach diese Räume nicht da waren. Ist es dann eigentlich, wenn du sagst, und das ist genau der Punkt, da Costa auf der Seite ist sowieso Verteidiger, auch ein Chandler-Verteidiger, da hast du diese Offensive, den offensiven Zug natürlich schon teilweise, zumindest versuchen sie es, aber die Defensivarbeit ist einfach doch erheblich stärker. Jetzt die Frage, wenn du auf die Seite von der Costa oder auf die rechte Seite generell jemanden stellst, der dieselbe Offensivtätigkeit begibt wie ein Kostic, musst du dann nicht automatisch auch auf Viererkette hinten umstellen, um nicht total anfällig zu sein, gerade gegen stärkere Mannschaften. Wir reden hier über Bielefeld, die das schon teilweise, ich sag mal, fast ausgenutzt haben oder in einer Situation sogar sehr gut ausgenutzt haben. Wenn du da gegen stärkere, spielstärkere Mannschaften kommst, wirst du das nicht machen können. Ist das vielleicht auch ein Problem an der Stelle, weshalb gesagt wird, okay, wir können gar nicht hier vorne einfach jetzt auf rechts einen offensiveren Spieler stellen, weil wir in der Innenverteidigung oder in der Abwehr momentan auch nicht gut genug besetzt sind, um das System Viererkette zu spielen, dass im Endeffekt die Außen wirklich ihre Arbeit so machen können, wie sie es eigentlich machen sollen. Vielleicht ist das doch komplexer und es ist nicht nur diese eine Position, die getauscht werden muss, sondern vielleicht ist das Konstrukt so, wie es ist,
dann doch irgendwie auch gewollt, dass eben die Seite ein bisschen defensiver ist, vielleicht alle ein bisschen rüberrücken, ja, so eine, ich sag mal, 3,5-Kette statt 4er-Kette. Ich weiß es nicht. Es ist einfach nur ein Gedankenspiel. Für mich in Bielefeld habe ich nur ein paar Mal gedacht, wow, wie kann das denn sein, dass diese linke Seite schon wieder so frei ist? Wenn eine gute Mannschaft wird, hätte es jetzt schon dreimal ausgenutzt und hätten eventuell 3 Tore gemacht. So war es im Endeffekt ein Gegentor, was klar über die Seite kam. Vielleicht ist das auch ein Aspekt, weshalb es gar nicht so einfach ist zu sagen, auf der rechten Seite spielen wir einfach mit einem offensiveren Spieler. Ja, aber du würdest dir ja zumindest in der Offensive Entlastung schaffen, weil Bielefeld hat ja im Prinzip genau das gemacht, was wir nicht machen konnten. Gerade auch bei deren Tor, dass sie quasi ja sich Entlastung geschafft haben, weil sie festgestellt haben, dass auf der anderen Seite mehr Platz ist und dann halt einfach diesen Diagonalpass gespielt haben, den wir ja nicht spielen können, weil da ja keiner ist, der die Dinge irgendwie annehmen kann. Also du hast ja da nicht die Möglichkeit, dir diese Entlastung zu schaffen. Und das ist ja das, was uns auch, gerade wenn wir jetzt angucken bei Bielefeld, bei dem Spiel extrem geholfen hätte, dann auch wirklich nochmal in diese noch viel zwingenderen Torchancen zu kommen, weil wir hatten ja überhaupt keine Entlastungsmöglichkeit. Und ich finde auch, bei Bielefeld muss man noch dazu sagen, dass sie auch generell auf der Abwehrseite sehr, sehr hoch standen. Also die standen ja quasi gefühlt an der Mittellinie und dann hast du so Spieler wie ein Hinteregger, der halt auch gerne mal dann den Weg nach vorne sucht und dann stehst du am Ende mit 2 Innenverteidigern dann da, dass du dann natürlich gegen eine Mannschaft, die halt auf Konter ausgelegt ist, deine Probleme kriegen wirst. Das ist halt auch klar. Also an der Stelle kommt für mich eher zusätzlich zu dem Thema mit, wir haben vielleicht Kaderbaustellen auch noch so dieses Taktische so ein Stück weit mit dazu. Klar, also ja, würde schon Entlastung bringen, aber ja, sorry, okay. Nee, du brauchst halt auch mehrere Optionen, die haben wir halt da nicht. Du hast einfach nur der Costa und Schädler so. Und ich finde einfach, dass man bei allem hin und her, was man so überlegen kann, sagen kann, das reicht nicht aus, Punkt, fertig. Ja, fertig. Definitiv. Das reicht nicht, wenn du, vielleicht waren die Pläne auch irgendwann zu sagen, ah, wir spielen 4er-Kette, dann sieht es wieder ganz anders aus. Dann aber auch dann reicht es nicht. Was? Auch dann reicht's nicht. Also natürlich reicht's dann. Da kannst du das System ganz anders aufstellen. Dann spielst du halt ein 4-3-3 oder was weiß ich was. Dann hast du die auf den Außen, dann sollen die nach offensiv nichts machen. Und du hast halt Spieler in den Halbräumen. Du hast einen 6er, 2-8er und hast irgendwie vorne noch Stürmer. Das kannst du alles machen, aber die machen es ja nicht. Gehen wir einfach davon aus, wir haben es ja wieder gesehen, Hasebe steht da, wir spielen wieder 5er-Kette. So. Also das ist auch so ein Punkt, wo die Eintracht scheinbar einfach denkt, okay, ist jetzt halt noch so, machen wir so, dann erwarte ich trotzdem, dass sie dann Spieler, und wenn das Rusic ist, dann erwarte ich auch, dass sie den gescoutet haben, und wenn, ja, vielleicht haben die genau das, was Etienne gesagt hat, auch gesehen, zu sagen, okay, die schießen halt nicht viele Tore und dafür ist er trotzdem noch gut, vielleicht sehen die was in ihm, dann vertraue ich denen, zur Not hast du vielleicht noch Zuber dort, dass du ab und zu eine Entlastung hast und dann ist es auch okay. Das müssen wir sehen, wenn wir uns da nicht mehr leisten können. Ich will nur, dass die das sehen und dass die uns nicht mehr wie im Winter erzählen, ja was denn, wir haben noch Timmy Chandler noch da. Das will ich nicht. Ich will nicht wieder irgendwo 5, 6 Spiele hintereinander machen, wo Chandler der Außenstürmer ist. Es tut mir leid. Also auch bei allem Powerkram, den er reinbringt, das können wir nicht gebrauchen und fertig. So. Also, und was mir so ein bisschen Hoffnung macht, dass das so ist, ich glaube einfach, dass Rusic und Jovic sicher kommen und dann, wenn uns Willems vielleicht verlässt und das Gehalt auch noch gespart wird, dass man vielleicht noch jemanden holt. Wer weiß das schon? Ich habe keine Ahnung. Ich bin weiterhin zuversichtlich, dass Jovic kommt. Ich bin zuversichtlich, dass für rechts außen noch einer kommt und dann sehe ich uns auch gut aufgestellt. Weil wie gesagt, das, was wir alles besprechen, das ist kein grundlegendes Problem. Das ist eine Kleinigkeit, so, die du schnell ausbügeln kannst und durch die du eine Flexibilität kriegen würdest, wo du natürlich, wenn gute Gegner kommen, kann von mir aus safe da Costa da spielen. Dann kannst du natürlich dich defensiver aufstellen und so weiter. Dann bist du ja variabel, was das betrifft. Aber wenn du dann daheim gegen Bielefeld spielst, will ich nicht, dass da Costa in die Verlegenheit kommt, seine Beine zu sortieren, weil er einen Volley-Schuss machen muss. Nee, so, das will ich nicht mehr sehen, weil er ballert den auch dann daneben. Das ist auch bekannt, das sieht man und fertig. Aus die Maus. Ich glaube, das ist auch der Punkt. Einfach, dass man ein bisschen flexibler agieren kann. Und dafür reichen ja schon, wie gesagt, 2 Spieler. Keine Ahnung, auch schon Jovic. Stell dir vor, du hast jetzt Jovic. Du kannst einen 2er-Sturm spielen. Du kannst auch, wenn du Bock hast, 3er-Sturm spielen. Ich sehe das jetzt auch nicht
Also ich weiß nicht, ich finde, das könnte sogar Dost entlasten, weil der hängt auch oft so lost irgendwie weit vom Strafraum entfernt rum und er ist halt nicht der Spieler, der den Ball nach vorne trägt. Ich finde halt, weiß nicht, den kannst du vorne hinstellen und dann hast du Silva und Jovic, die da rumwirbeln. Ist auch schon direkt ein ganz anderes Spiel. Du kannst auch sagen, wir spielen einmal ohne Dost, wir spielen zweimal Jovic-Silva, wir spielen Dost-Silva. Also dann sind die Möglichkeiten ja komplett anders. Du hast noch Ache, den du nachfeuern kannst. Eben, das sind halt einfach diese zwei Transfers, ein Rechtsaußen und meinetwegen noch Jovic. Und dann hast du da schon ganz andere Möglichkeiten, die dich auch unausrechenbarer machen. Also ich weiß halt nicht, momentan kannst du halt gegen jeden Gegner irgendwie fast nur das Gleiche aufstellen. Und jeder weiß, okay, die kommen über Kostic oder die versuchen es mit einem langen Ball. Und ansonsten versuchen Chandler oder Da Costa auch mal ihre Flanken, aber kannst du vernachlässigen, weil die kommen in, weiß nicht, 9 von 10 Fällen eh nicht gut. Und das war's. Und das kann es ja nicht sein. Also, ja. Deswegen. Aber, also, ich finde halt, also wenn Jovic kommt, dann sehe ich keinen Dreiersturm, ehrlich gesagt, bei Hütter, dann wird Dost auf der Bank landen und als Joker einwechseln und Ache wird so, glaube ich, vielleicht 3 Minuten in dieser Saison spielen oder was. Ich weiß nicht, also ich sehe das noch ein bisschen kritisch. Einerseits, mein Herz sagt mir, ja, wie geil wäre das, wenn Jovic kommt, aber jetzt mal so, also wenn ich da so überlege, das ist, ich weiß nicht, ob das der smarteste Move ist. Also ich würde lieber die Kohle in einen Rechtsaußen und in einen spielstarken zentralen Mittelfeldspieler stecken, weil die Baustelle da vorne mit Dost und Silva, das ist eigentlich das Einzige, was momentan einigermaßen gut funktioniert und die spielen sich immer mehr ein, die sind jetzt beide auf einem Fitnesslevel, wo es okay ist. Klar kannst du nicht davon ausgehen, dass die beide komplett fit bleiben und du bräuchtest noch einen Stürmer, aber diese Jovic-Nummer, also der wäre ich nicht so ganz schlau, das ist so ein Hype-Transfer für mich. So ein Ding, wo du sagst, ja, der wird die Laune heben, da wird man sagen, ja, das ist ein Coup. Aber ist das spielerisch genau das, was wir jetzt wirklich brauchen? Da bin ich mir echt nicht so sicher. Das ist, weiß ich nicht. Ja, sehe das noch nicht so. Ich würde mir halt zumindest wünschen, dass wir einen Joker haben, den wir bringen können. Weil momentan, wenn du mit Silva Dost spielst und scheinbar ist Ache ja noch nicht so weit oder hat jetzt nicht zur Spieldynamik in Bielefeld gepasst, wie auch immer. Auf jeden Fall hat Hütter ihn nicht gebracht. Und dann denke ich mir halt auch, wenn es im Sturm nicht läuft, was mache ich denn dann? Also dann sind wir halt komplett lost. Das Einzige, was mir halt bei Jovic so ein bisschen im Hinterkopf aufstößt, also ich finde es prinzipiell geil, kann auch sein, dass ich immer noch an diesen Büffelherde-Zeiten hänge. Was ich mir halt denke, funktioniert er ohne Haller so gut, wie wir uns das vorstellen, weil ich finde, der war schon auch stark abhängig von dieser Dynamik mit Haller und Rebic, weiß halt nicht, aber das ist auch so der einzige Kritikpunkt, den ich da jetzt anführen würde. Ich muss sagen, ich bin einigermaßen überrascht, dass es tatsächlich auch Personen gibt scheinbar, die nicht komplett ausrasten, wenn wir über ein Sturmduo Silva Jovic reden, Alter. Ja, aber was bringt dir das geilste Sturmduo? Alter, ich liege hier schon nackt. Ja, aber was? Silva und Jovic, dass da jemand sagt, no, ich weiß nicht, ob mir das so gefällt. Leute, Alter, was ist das denn? Nee. Das siehst du mit der rosaroten Brille gerade, weil du kannst das geilste Sturmduo da vorne reinstellen, wenn die keine gescheiten Bälle kriegen, dann sind die genauso lost wie Dost. Dost und Silva ist auch kein schlechtes Sturmduo. Das ist auch kein schlechtes Sturmduo. Da kannst du auch sagen, bei aller Liebe, Luka Jovic, es wird nicht mal im selben Supermarkt verkauft wie Bas Dost, Alter. Das hat nicht mal mehr was mit Regalen zu tun. Schauen wir mal. Also ganz ehrlich, Silva, und ich finde, was Patricia sagt, ist ein wichtiger Punkt, aber ich glaube, was man da unterschätzt, dass Silva ähnlich wie Haller ist, der ist kein schneller Stürmer. Nee, der Typ kann gut Bälle festmachen, der kann das Tempo ein bisschen verschleppen und wenn der dann im Strafraum ist, kann er auch scoren. Ich sehe den fast ähnlich wie Haller, außer dass er nicht so kopfballstark ist. Und ich glaube, der kann mit seinen Ballbesitzzeiten, kann er genau diese Verzögerungen kreieren, die Jovic braucht, um zu starten und das Ding einfach reinzumachen. Und also ich werde der Letzte sein, der jetzt hier sagt, ich habe keinen Bock darauf, dass Jovic kommt. Ganz ehrlich, die Rolle will ich nicht einnehmen. Ich will Jovic haben. Ich will nur auch einen geilen Rechtsaußen noch haben und einen geilen zentralen Mittelfeldspieler. Das ist doch nicht zu viel verlangt. So, und ich glaube, dass du diesen geilen zentralen Mittelfeldspieler in Barkok oder So noch bekommen wirst. Übersicht dauert ein bisschen. Das glaube ich nicht. Kamada ist auch noch da. Und dass du den Rechtsaußen wirst du auch bekommen. Und ich glaube, dann ist es in Ordnung. Und wir sind das sind alles Spieler, die du nennst. Kamada, So,
Barkok, das sind alles Spieler, die haben ihr Talent aufblitzen lassen, aber das sind alles drei keine Spieler, die eine konstant gute Saison spielen werden. Das werden die nicht. Was hast du denn an das zu behaupten? So, also naja, Kamada habe ich ja, keine Ahnung, eine ganze Saison von 50 Spielen. Ja, eine ganze Spielen. Saison, so, Alter. Also ja, 50 Spiele, wie viele Spiele brauche ich denn, wenn du, um zu sehen? Ja, aber ganz ehrlich, dann hätten wir mal einen Eintracht-Podcast aufnehmen müssen als das erste Jahr von Haller und das erste, was ich mir bei Haller anhören musste in dem ersten Jahr, was ich den geil finde. Jovic hat überhaupt gar keine Rolle gespielt. Also ich weigere mich zu denken, dass Spieler sich nicht weiterentwickeln können, weil das ja auch schon stattgefunden hat. Mhm. Wenn du überlegst, der kam hierher und denkst, oh, hat nicht gezündet und dann sind die explodiert. Ich glaube einfach, dass die Eintracht darauf baut. Ich vertraue damit drauf. Natürlich kann das immer nicht klappen. Ich kann ja auch immer sagen, das klappt auf gar keinen Fall. Dann klappt es nicht, sage, habe ich doch gesagt, weißt du ja nicht. Genauso kann ich jetzt sagen, das klappt nicht und dann klappt es und sage ich, ja, ist mir doch egal. So, natürlich können wir hier alles behaupten, was wir wollen. Das ist doch so. Ja, also was ist denn? Was machen denn die Leute, die sich hier... Ist das Glas halb voll oder halb leer? Das ist die einzige Diskussion. Was machen denn die Leute, die sich hier halb einen amputiert haben, weil Gibraltar angeblich nicht kicken kann? Was machen die denn, wenn der jetzt eine geile Saison spielt? Ich will nur sagen... Ja, aber das ist ja das Schöne, wenn man pessimistisch ist, dass du nur gewinnen kannst. Entweder du hast recht oder die Eintracht spielt geilen Fußball. Das ist der Vorteil daran. Und ich will einfach nur... Ich weiß auch nicht, was mit mir passiert ist, Alter. Ich will einfach nur sagen, dass man sich an der Stelle, glaube ich, beruhigen muss. Und sich einfach schon mal die Klamotten ausziehen soll, wenn Jovic kommt. Also so, Leute, damit ihr alle bereit seid, um das zu verarbeiten. Silva und Jovic ist safe Top 4 Bundesliga-Sturmduo. Ja, schon geil. Vor allem jetzt dieses Argument mit Silva als Haller-Ersatz hat mich jetzt eigentlich schon direkt ins Boot geholt. Jetzt ist auch der letzte Kritikpunkt bei mir verschwunden. Also können wir jetzt auch direkt so starten, finde ich. Wäre ich dafür, ich hoffe es zumindest, Ich gebe die Hoffnung auch nicht auf, bis dieser Deadline-Day durch ist. Oder Redline-Day, wie wir ihn hier nennen. Bis dahin bin ich auch noch guter Dinge. Wenn dann nichts passiert ist, können wir auch noch mal reden. Dann bin ich wahrscheinlich auch sauer und dann habe ich wahrscheinlich auch leichte Panik. Aber bis dahin, ja, abwarten. Das wird schon, hoffentlich. Wer ist denn, gibt es eigentlich einen Namen, der gehandelt wird oder von dem ihr glaubt, also falls es mit Jovic doch nichts wird, weil die sich irgendwie auf die Kohle oder was auch immer nicht einigen können, dann muss ja trotzdem Stürmer noch kommen. Du musst ja einen Ersatz für Paciencia holen. Gibt es da irgendeinen Namen? Holst halt Marco Richter oder was weiß ich. Also ich gehe fest davon aus, dass die einen, ja, wüsste ich jetzt auch nicht. Das ist halt auch blöd, dass dieser Name aufgetaucht ist. Jetzt kann man eigentlich auch nur enttäuscht werden. Wer soll er jetzt kommen? Ja. Soll dann Haller kommt vielleicht noch zurück, keine Ahnung. Beide. Beide, ja. Haller, wir machen es jetzt einfach mal so. Haller, Jovic und Götze kommen noch, dann ist doch alles in Ordnung. Ja, so, dann ist alles in Ordnung. Dann ziehe ich mich auch nackt aus. Ich wollte gerade sagen, dann trägst du die nächsten 5 Jahre aber keine Hose mehr, oder? Nee, dann werde ich alle meine Klamotten spenden. Ach, ich weiß doch auch nicht. Ich versuche nur zu denken, also was ich mir unter gar keinen Umständen vorstellen kann, dass jetzt gar keiner mehr kommt. Also das kann ich mir auch nicht vorstellen, weil als wie gesichert seht ihr denn diesen Jovic-Stil überhaupt an? Weil bislang ist es ja wirklich einfach nur harte Gerüchte, die da jetzt irgendwie kommen, aber offiziell ist da ja noch nichts. Ich sag 80%. Boah. Okay. Also ich sag nicht, woher das kommt, aber ich habe gehört, dass er sogar schon eine Wohnung hat in Frankfurt oder sich schon eine Wohnung gesucht hat. Aber es liegt wohl auch noch am Geld. Und das ist halt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie da die Ausgangslage ist. Weil das Ding ist, warum ich nicht so sehr dran glaube, dass es am Geld hapert, ist, also entweder du sagst, ja komm, das ist vom Tisch, ne, so können wir uns nicht leisten, brauchen wir gar nicht drüber reden. Oder du siehst irgendeine Form, wo sie überhaupt Real und Eintracht sich zusammensetzen und sagen, so könnte es funktionieren. Ne? Sonst, also die reden ja nicht über Bale, sondern die reden offensichtlich über eine Situation, die scheinbar wirklich darstellbar ist. Und deshalb glaube ich, dass es dann nicht so weit auseinanderliegen kann in den Vorstellungen. Und da wird dann die Eintracht vermutlich dann die Schatulle aufmachen. Also wenn ich denke Basti aber tatsächlich auch, dass wir hier in einem Bereich von
4 Millionen, also Bestverdiener, mit Bestverdiener wird er dann bei Eintracht sicherlich in der Saison sein. Ist natürlich eine Riesenlücke zu den 10 Millionen, die er, glaube ich, bei Real momentan jährlich bekommt. Irgendwie sowas in der Aber ich weiß, aber vielleicht ich meine, zahlen die auch so, Zahlen hatte ich gelesen. Ja, genau. Der verzichtet das ist genau was. Das die Zu denken, er will seine Karriere selber wieder ankurbeln. Wenn der sagt, ich will unbedingt hierher, Ja, für Real ist ja auch die Frage, zahle ich jetzt 10 Millionen und er sitzt bei mir auf der Bank oder zahle ich 5 Millionen und er spielt und steigert seinen Marktwert? Also das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation. Das ist doch genau das, Alter. Das muss auch genau so, müssen die das aushandeln, und ich bin da sehr zuversichtlich. Wenn der Bock hat und wenn Real Bock hat, das ist ja schon so ein bisschen überliefert, glaube ich nicht, dass das irgendwie noch scheitern soll. Also es soll einfach nicht sein, weigere ich mich, das zu akzeptieren, dass das jetzt noch scheitert. Will das jetzt haben, Alter. Silva und Jovic. Nach der Sendung hast du 90% mindestens hier als Wechselquote. Ich hatte gestern schon 100, jetzt bin ich mal mit 20% sicher weggegangen, weil sich das so zieht. Weil es ewig dauert. Ja, das ist immer so ein bisschen dieses Thema. Da werden seit Sonntagabend aufgeregt, Alter. Mann. Da werden Namen gehandelt und man freut sich und dann passiert irgendwie 2 Tage lang nichts und dann ist man schon wieder in so einer totalen Depri-Stimmung. Patrick Helmes. Lincoln, Alter. Lincoln, Alter. Patrick Helmes war auf der Transferliste doch am letzten Tag sogar. Ja. Der Lord war auch hier am Stadion schon. Der Lord war auch schon am Start. Uiuiui. Aber ja, da das war gut, dass der Krug an uns vorbeigegangen ist. Der Kelch, der Krug. Da bin ich nicht so überzeugt von. Am Ende wird es dann dieser ausgemusterte Mittelstürmer von Mainz. Wie heißt der? Chalai oder was? Scholloi, ja. Du kannst natürlich auch noch Mateta und Quaison irgendwie hier überzeugen, hierher zu kommen. Wer weiß das schon? Ja, mit Mateta hattest du doch quasi schon Handschlagvertrag. Also ganz ehrlich, da bin ich auch immer noch sauer, dass dieser Vater von Mateta sich nicht an diesen Handschlagvertrag hält. Ja, finde ich nach wie vor eine absolute Frechheit. Kannst du da nicht mal hier dein Legal-Team drauf ansetzen? Werde ich auf jeden Fall bald tun, ja. Wollt ihm jetzt noch die Chance lassen, das friedlich alles zu machen, aber umso näher der Redline-Day kommt. Ich wollte gerade sagen, also Transferfenster ist ja überraschend schnell schon bald rum. 5. Oktober ist, glaube ich, der letzte Tag, wo hier noch Transfers getätigt werden können. Also das ist nicht mehr so lang, 2 Wochen. Ja. Geht jetzt schnell. Schneller, als man gedacht hat. Ja. Dann warten wir mal ab. Wir haben ja diese Woche darauf verzichtet, die Aufnahme der Sendung zu verschieben, weil dann irgendwelche Spieler announced werden. Wir haben ja auch aus unseren Fehlern gelernt. Das hat ja letzte Woche schon nicht so gut funktioniert. Deswegen haben wir das diese Woche nicht gemacht. Mal gucken. Wahrscheinlich, wenn wir hier mit der Aufnahme fertig sind, werden 2 bis 3 Spieler announced und Basti kann seine Kleidung spenden. Schauen wir mal. Jetzt lass uns mal noch auf die kommenden Spiele gucken, weil irgendwie müssen wir ja mit dem Kader, der da ist, auch noch so ein bisschen jetzt hantieren. Wir sind am Freitagabend dran, Flutlichtspiel bei der Hertha in Berlin. Patricia, auf so einer Skala von 1 bis 10, wie sehr freust du dich auf dieses Spiel? 1, weil die Möglichkeit ist halt, also dieser eine Punkt ist auch nur da, weil die Möglichkeit ja besteht, dass es irgendwie doch gut ausgeht. Ansonsten habe ich absolut gar keinen Bock, weil ich ja in einem Haushalt mit einem Hertha-Fan lebe. Ich habe es mir so ausgesucht, alles gut, keine Vorwürfe, kein Mitleid. Ja, aber Bock habe ich nicht so richtig, weil das auch jedes Jahr, 2-mal im Jahr nicht so spaßig ist. Okay. Vor allem für meine Seite halt selten spaßig. Deswegen, keine Ahnung, mal sehen. Ich habe aber keinen Bock, so wirklich. Aber man muss halt durch. Sehr schön. Wie viel Bock haben denn die anderen auf dieses Spiel am Freitag? Gar keinen Bock, weil da kannst du auch nur verlieren. Das ist so, diese Hertha ist auch so, dadurch, dass die jetzt dieses ganze Cash haben, hasse ich die noch mehr als vorher schon. Vorher waren die mir egal. Da habe ich mich immer ein bisschen über lustig gemacht. Jetzt haben die auch noch dieses temporäre Cash, sag ich mal. Jetzt haben noch die... Noch im Rücken, ne? Boah. Die haben auch noch... Die haben halt auch noch einen geilen... Die haben halt jetzt auch noch den einen oder anderen geilen Spieler. Also Luke Bacchio wäre zum Beispiel jemand, der könnte uns auf der rechten Seite hier sehr beruhigen. Kunja würde ich auch nicht nein sagen, wenn der hierher kommen würde. Die scheinen einigermaßen im Drive zu sein. Die kassieren aber auch ein paar Tore. Also so ist es jetzt nicht. Ja, normalerweise, ich auch, also, was Patricia sagt, normalerweise ist das ein Spiel, das verliert die Eintracht 1-0 nach dem Eckball. So, fertig. Ja, jetzt, genau. So, aus die Maus und da hast du keinen Bock mehr. So wirklich Hoffnung hat man gegen die Hertha dann nie gehabt. Will aber eigentlich, dass sich das einordnet, dass man denkt, okay, die Hertha hat nur in Bremen gewonnen, weil Bremen diese Saison auch wieder so scheiße ist. Und die Eintracht hat nur 1-1 gegen Bielefeld gespielt, weil Bielefeld am Ende Elfter wird, so. Also,
du weißt ja am Anfang der Saison nicht, wo du stehst, vielleicht gewinnt die einfach 3-0 da und rückt das alles so ein bisschen zurecht, keine Ahnung. Ich habe aber mehr Angst als Freude auf dieses Spiel. Ja, ich sehe es auch so. Ich habe auch wenig Hoffnung, aber das ist immer ganz gut, um positiv überrascht zu werden. Aber ich fand, also die Hertha ist natürlich erste Runde DFB-Pokal, sind sie rausgeflogen, haben aber schon das Spiel eigentlich dominiert, aber hatten da halt auch noch nicht ihre Stamm-Innenverteidigung mit Boyata und Torunariga, die einfach nochmal ein anderes Kaliber sind. So. Das wird schon sackschwer. Ich glaube, die Hertha hat einen richtig guten Kader, der noch zusammenfinden muss. Also es ist eigentlich besser, lieber jetzt am Anfang der Saison gegen die zu spielen, als später, glaube ich. Die haben ein paar Spieler, die ich auch, muss ich ganz ehrlich, ich hasse die Hertha schon immer. Ich konnte die noch nie ab und jetzt noch weniger. Aber ja, du hast schon gesagt, Basti, ne? Also so ein Luke Bacchio, ein Kunja, auch ein Córdoba, den sie sich jetzt noch zusätzlich geholt haben. Das ist schon offensive Qualität, die sie da haben, die nicht so schlecht ist. Ja, keine Ahnung. Das wird auf jeden Fall schwer, aber auch eine Möglichkeit für die Eintracht zu beweisen, wo sie auch wirklich steht. Also mit den Ansprüchen, die sie anmelden, weil ich sehe die Hertha dann tatsächlich, wenn man sagt, die ersten 4, 5 Plätze sind sowieso safe, wie immer vergeben, an Gladbach, Leverkusen, Leipzig, Dortmund, Bayern, sage ich mal. Die sind einfach massiv stärker und dann fängt es halt an, interessant zu werden für Vereine wie die Hertha und die Eintracht, die vielleicht sagen, ja okay, dieser 6., 7. Platz oder so, den kann man mal, wenn die Saison gut läuft, angreifen. Da sehe ich noch Hoffenheim, da sehe ich noch in Wolfsburg, die da noch ein bisschen mitspielen diese Saison, und wenn die Eintracht eben auch da mitspielen will, dann möchte ich bei der Hertha eine Leistung sehen. Es muss nicht ein Dreier sein, aber ich will eine ansehnliche Leistung sehen. Ich habe keinen Bock, da irgendwie 5-0 aus dem Stadion geschossen zu werden. Dann bin ich richtig beleidigt. Also lasst uns den guten Fight liefern und mal gucken. Wir sind auch unangenehm zu bespielen. Also das darf man auch nicht vergessen, dass die Eintracht auch, trotzdem, dass sie immer hinten offen ist wie ein Scheunentor, eben auch immer wieder diese komischen Chancen da vorne hat und auch nicht leicht zu bespielen ist. Also ich hoffe einfach auf einen geilen Tag von Kamada und Kostic und dann ist da auch was drin. Ja, das Ding ist, die haben ja ähnliche Probleme wie wir auch. Also jetzt zumindest aus dem ersten Spiel. Also es ist ja quasi jetzt noch schwer einzuschätzen, wie die tatsächlich sie auftreten werden. Aber die haben auch nicht die krassesten Ideen, wenn die Ballbesitz haben. Also ist halt schwierig, die spielen nicht viel durchs Zentrum, die gehen auch über ihre Außen und dann hoffen die halt, dass sie irgendwie die Bälle auf Luke Bacchio und Kunja bekommen. Dann ist halt das Problem, sobald dann Kunja einen Ball hat, dann wird es schwierig, aber soweit muss es halt auch erstmal kommen und ich sehe schon, dass die Eintracht da auch ein bisschen im Spielaufbau stören kann. Dann sind wir auch nicht chancenlos, aber bei denen läuft auch noch nicht alles glatt, vor allem war halt, wie gesagt, Bremen absolut harmlos. Also keine Ahnung, wie ich jetzt einschätzen soll, wie die Hertha drauf ist, wenn Bremen sich halt nicht mal ansatzweise angestrengt hat, so gefühlt. Ist halt schwierig, gerade einzuschätzen. Aber deswegen ist halt Hoffnung noch da. Ist halt auch ein ganz anderes Spiel, das hatten wir noch nicht. Also es kann sein, wenn Hütter sagt zum Beispiel, dass Ache hier keine Alternative gegen Bielefeld war, weil er Dynamik und Schnelligkeit braucht, das kann in Berlin der Fall sein. Also es kann ja in Berlin der Fall sein, dass er mehr Platz hat und dann für Dost einfach mal eine Startelf steht. Und einfach, dass die Eintracht halt dann auch Kostic wieder mehr Spielfeld vor sich hat, wo er die ärgern kann. Ich finde, Patrizia hat es gut gesagt. Ich glaube, wenn im Hertha-Podcast über dieses Spiel geredet wird, haben die genau die gleiche Angst wie wir. Sozusagen, oh, die ist auch unangenehm und Silva ist ganz gut. Und weiß ich nicht, Dost kann auch immer treffen, bla bla. Und Hinteregger ist bei Standards gefährlich. Das ist einfach, glaube ich, zu dem Zeitpunkt der Saison ein 50-50-Spiel. Da muss man halt hoffen. Aber das Wichtigste, was man zusammenfassend sagen muss, was Etienne gesagt hat, du darfst da keinen Riss kriegen, weil dann hast du nämlich zu einem völlig unnötigen und vielleicht sogar unberechtigten Zeitpunkt schon Diskussionen. Mhm. Wenn die Eintracht jetzt 4-1 in Berlin verliert, dann ist mit Sicherheit noch nichts Schlimmes passiert. Aber dann wird selbst mir in meinem neuen Zustand schwerfallen, die Leute zu beruhigen, obwohl das erst 2 Spiele sind, das ist es ja. Aber du hast dann einfach völlig unnötigerweise Diskussionen, obwohl das vielleicht noch viel zu früh ist. Ja, ist richtig. Aber Basti, vielleicht hast du den Vorteil, dass dann eben auch der ein oder andere noch überzeugt wird, nochmal nachzulegen am Transfermarkt. Die Möglichkeit hast du halt hier vorne jetzt noch. Wenn du tatsächlich eklatante Schwächen jetzt wieder sehen solltest und wir haben ja schon gesagt, gegen Bielefeld, es waren schon
systematische Fehler, die wir seit Jahren kennen eigentlich von der Eintracht. Wenn du dann ist es mir lieber, dass hier die nochmal richtig krass offengelegt werden von Hertha und die meinetwegen uns mit 5-0, weil immer wieder dieselbe Position ausgespielt wird, vom Platz fegen und gesagt wird, okay, jetzt reicht's, jetzt müssen wir handeln, egal, Corona, hin oder her, wir gehen ein bisschen ins Risiko. Anstatt, dass wir hier, ach gut gespielt, ach, 1-0 verloren, naja, war nicht so toll, aber da wünsche ich mir wirklich, dass das dann gnadenlos lieber ausgenutzt wird. Da bin ich ein bisschen auf der Seite. Lieber will ich es jetzt offengelegt haben, als dass es dann passiert, ab dem, was weiß ich, 6.10., wenn das Transferfenster zu ist und du überhaupt nicht reagiert hast. Also wenn jetzt noch was notwendig ist, um die Mannschaft oder die Verantwortlichen zu überzeugen, dann will ich das lieber, dass es jetzt gegen die Hertha passiert, als dass es dann, ich weiß gar nicht, nicht Hoffenheim ist dann, glaube ich, am 3. Das darauf folgende Spiel, gegen wen spielen wir da? Keine Ahnung, auf jeden Fall. Dann wird es schwierig, glaube ich. Weil das geht mir dann richtig auf den Sack. Weil dann muss man sagen, meine Güte, wir haben es doch schon gesehen. Gegen Berlin war es schon nicht toll, aber es war noch okay irgendwie. Und danach wird es immer klarer und die Lücken werden ja auch immer mehr ausgenutzt. Umso weiter wir in die Saison kommen, wir sagen jetzt, ah, ist gut, dass wir jetzt gegen die Hertha spielen. Das ist richtig, weil sie sich noch nicht eingespielt haben. Bei der Eintracht ist es aber ja auch, es kann natürlich sein, dass hier Mannschaften erstens sich dann später natürlich zusammenfinden, aber auch noch besser die Eintracht auseinandernehmen. Wenn wir so spielen jetzt die nächsten Spiele und spielen wieder dieselbe Aufstellung, weil wir einfach nicht flexibel genug sind, umso häufiger das passiert. Man sieht ja, am Anfang funktioniert es ja noch und irgendwann ist dann Stopp, weil dann selbst jede Variante, die du mit dieser, ja, ich sag mal, Gruppierung spielen kannst, die du da aufstellen kannst, dann durchschaut werden kann, dann wird es noch schwieriger. Und das hoffe ich einfach, dass da, falls wir wirklich zu dem Problem kommen oder da noch Leute unentschlossen sind bei den Verantwortlichen, dass dann passiert bei dem Hertha-Spiel, falls wir tatsächlich hier noch keine Leistung bieten können. Da bin ich ein bisschen der anderen Meinung, als dass wir sagen, oh, lieber ein tolles Spiel und lieber überdecken, sondern dann lieber offenlegen, ordentlich verlieren und danach dann handeln. Also irgendwie hoffe ich nicht, dass dadurch jetzt irgendwelche Transfers ausgelöst werden oder quasi da irgendwer überzeugt werden muss. Da habe ich schon eher die Hoffnung, dass das dann jetzt vorher passiert ist oder dass man sich da vorher für irgendwas entschieden hat, als er jetzt irgendwelche kurzfristigen Entscheidungen über den Haufen zu werfen, mit denen man nicht 100% zufrieden ist. Aber schauen wir mal, wir werden es ja Samstagabend dann. Freitag. Freitagabend ja dann erleben. Dann lass uns doch mal vielleicht noch auf die Aufstellung gucken. Wie würdet ihr denn aufstellungstechnisch in das Spiel gehen? Also viele Alternativen haben wir ja nicht. Ich lass uns mal vorne wieder anfangen im Sturm. Glaubt ihr tatsächlich dort, dass wir da einen Wechsel haben und dass vielleicht ein Ache die Möglichkeit bekommt für einen Dost oder gleiche Variante im Sturm wie jetzt beim Spiel gegen Bielefeld? Ich sage, Jovic und Silva spielen Freitagabend ohne Klamotten. Du willst das unbedingt durchdrücken, ne? Ich werde Freitagabend nackt vorm Fernseher sitzen. Also ich glaube, dass Hütter, so wie ich Hütter kenne, da wenig verändern wird. Von der Aufstellung, also die Dreierkette stellt sich ja mehr oder weniger alleine auf. Heute hat man ja auch gelesen, dass Ndicka nicht operiert werden muss. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. Genau. Auf jeden Fall eine gute Nachricht ist, auch wenn. Ist das eine gute Nachricht? Ja, scheinbar. Also diese konservativen Behandlungen nicht länger. Ich weiß keine Ahnung. Also ich weiß auch nicht, wie lange es dauert, aber ja, okay. Aber auf behauptet jeden Fall, wurde, dass er dadurch nicht monatelang ausfällt, aber kein Plan. Okay. Ich könnte mir, das Einzige, was ich mir vorstellen könnte. Wobei, ne, gegen die Hertha würde er nicht Barkok statt Korda Rode bringen. Ich glaube, es bleibt erstmal so. Ich glaube, Da Costa hat sich völlig verdient aus der Startelf gespielt mit seinem Auftritt. Das war wirklich grandios schlecht. Ich könnte mir vorstellen, dass da Chandler eine Chance kriegt in der Startelf. Und ansonsten, glaube ich, wird es eher genauso sein. Und dann vielleicht mit ein bisschen Glück, wenn du wenn wir in Führung gehen sollten, dass dann vielleicht mal Ache oder Barkok mit ihrer Geschwindigkeit da nochmal eine Chance kriegen. Aber ich glaube, es wird sich decken mit der Startelf gegen Bielefeld. Das heißt, du sagst, es ist eigentlich alles relativ gleich, nur mit dem Thema, dass sie vielleicht Ilsanka in der, ja, vielleicht Ilsanka für Chor noch, könnte noch sein, aber
Ich glaube, der wird eher auf Zerstörung gehen und dann versuchen, irgendwie die Bälle nach vorne zu holzen gegen die Hertha. Ich glaube, das erwarte ich so ein bisschen. Die Offensive, die schnellen Spieler von Hertha mit Härte entgegnen wird. Ja, ich glaube auch ein bisschen stabiler auf jeden Fall. Also nicht mehr so offensiv wie gegen Bielefeld, dass du da irgendwie Abstände zwischen Mittelfeld und Abwehr hast. Das wird, glaube ich, nicht passieren, schon allein, weil es auswärts ist. Okay, ja, okay, jetzt sind ja wieder Fans im Stadion. Ich glaube, im Auswärtsspiel wird man da sowieso nicht so krass drauf gehen. Ich weiß halt nur nicht, wie weit wir kommen mit diesen Langholzbällen. Also wenn der es wirklich dann, wenn das wirklich das Vorhaben ist, sehe ich ein bisschen schwarz, weil die Hertha-Abwehr ist jetzt nicht so schlecht, was Luftduelle angeht. Ja, aber ich sehe da jetzt auch nicht groß, was da verändert werden soll in der Aufstellung. Und ich glaube, Etienne geht da schon ganz richtig. So viele Änderungen werden wir wahrscheinlich nicht sehen, schätze ich. Gehe ich voll mit euch. Was ich mir vorstellen könnte, ist tatsächlich, dass wir Chor definitiv drin lassen und versuchen auch so ein bisschen Bälle aus der zweiten Reihe mal aufs Tor zu bringen. Schwolo ist jetzt nicht unbedingt der überragende Torwart. Denke ich, könnte ein probates Mittel sein, um hier eventuell auch was zu bringen. Da Chor für mich wirklich überraschend, wie viele gerade auch in den vorherigen Testspielen beziehungsweise auch bei den Geisterspielen doch einen ganz ordentlichen Schuss, könnte ich mir vorstellen, dass das vielleicht versucht wird. Auf der anderen Seite, da Costa, ich würde es mir auch wünschen, dass er mal eine Pause bekommt, muss man wirklich sagen. Ob dann Zuber oder ein Chandler oder wer auch immer dann dafür mal auf der Seite spielt, schauen wir mal. Aber große Wechsel denke ich auch nicht. Und Dost und Silva, man muss ja wirklich sagen, die müssen sich eigentlich da vorne auch jetzt noch ein bisschen einspielen, ein bisschen eingrooven, ein bisschen Zeit geben. Cool fände ich es, wenn Barkok von Anfang an spielen würde, einfach um ihm Spielzeit zu geben, weil ich glaube, der Junge hat es wirklich drauf. Er braucht einfach Zeit, er braucht den Wettkampf. Ob er das jetzt gegen die Hertha groß bekommt oder dann vielleicht wieder in der zweiten Halbzeit eingesetzt wird, mal schauen. Katrin, was ist denn deine Meinung bei dem Thema Aufstellung gegen Hertha? Vielmehr, ich musste ein bisschen lachen, da Costa mal eine Pause geben nach einem Spiel, aber ich bin auch der Meinung, ja, war nicht so toll. wer mich ja besonders genervt hat, ehrlich gesagt, aber vielleicht war das nur mein komischer Live-Eindruck in der Depression, war Kamada. Aber gut, der war mir ein bisschen zu. Bei Barkok fand ich, also ja, Barkok, ich glaube schon auch, ich würde Barkok noch mal eine Chance geben oder würde ihn gern öfters sehen. Ich fand ihn sehr verspielt. Ich hoffe, dass er... Ja, eins gegen eins fürchterlich da ständig... Ja, das stimme ich nicht so ganz, muss ich ehrlich sagen. Ich finde das, was? Ganz ehrlich, das ist wenigstens mal einer, der irgendwie was versucht. Das ist so ein bisschen wie ja, Gazinovic, wo ich das Gefühl habe, ey, wenigstens mal einer, der eine Überraschung in das Spiel bringt. Klar, da klappt nicht alles und es ist auch bisweilen brandgefährlich, aber es entstehen einfach auch mal neue, ungeahnte Situationen und das ist genau das, was der Eintracht fehlt. Die sind so ausrechenbar und statisch teilweise und da muss ich sagen, klar, du musst irgendwie einen Weg finden, Barkok abzusichern, aber ey, der Junge ist wirklich frisch, der hat Bock, der fordert den Ball, der hält den auch mal. Der schiebt ihn nicht gleich in Panik weg, wenn ja, Gegenspieler auf ihn zugerannt kommt. Und das ist eigentlich genau das, was wir auch mal ein bisschen brauchen, um mal eine neue Situation zu kreieren. Aber ich gebe euch natürlich recht, das sage ich jetzt und morgen, am Freitag verliert er den Ball und direkt Konter 1-0 und ich bin der Erste, der schreit. aber irgendwie, ja, was willst du machen? Irgendwie ein bisschen high risk, high reward irgendwie bin ich dann irgendwie. Ja, du musst bei Barkok auch sagen, selbst wenn die Aktionen nicht klappen, rechnet der Gegner zumindest damit, dass sie stattfinden könnten. Das ist wie so bei der NFL, wenn du, keine Ahnung, wenn du ab und zu einfach mal einen so tiefen Pass läufe wirfst, und dass, dann mal einen weiten Pass, ja. Genau, du musst einfach diesen weiten Pass irgendwann mal, selbst wenn der nicht ankommt, müssen die sich beim nächsten Laufspielzug ein bisschen weiter nach hinten stellen, hast du wieder mehr Platz. Also das ist genau das, was ich meine. Dass wenn der Gegner mal das Gefühl hat, die Eintracht ist eben nicht so, war er gut auszurechnen, das sind die trotzdem teilweise, weil du hast mit Roder einen soliden Spieler, du hast mit Chor einen, der nichts unfassbar Überraschendes macht. Ich finde eigentlich, dass der, ich wünsche mir Barkok ehrlich gesagt über lange Sicht hinter den Spitzen, dass der eben nicht in die Verlegenheit kommt, Pässe zu spielen, die zu Gegentoren führen, sondern eher, dass du dich halt über ihn aufregst, weil er einen, weiß ich nicht, weil er zu lange gewartet hat, aber dann passiert nichts Schlimmes. So, wenn Kamala den Ball verliert, dann kassiert die Eintracht ja meistens keine Tore, sondern du regst dich auf, weil eine Chance nicht entstanden ist. Aber ich wünsche mir das, dass Barkok der Backup für Kamala ist, wenn der irgendwie einen Hänger hat und dann sehe ich uns da gut aufgestellt. Ich finde auch, dass man den durchschleppen muss und dass man
auch akzeptieren muss, wenn er mal ein schlechtes Spiel macht, weil das vielleicht irgendwann diesen Reward gibt. Eben, also der Lerneffekt ist ja auch hoffentlich dann bei ihm da. Er braucht halt die Spielpraxis. Der kann ja nicht, du kannst ja nicht erwarten, wenn du ihn jetzt 5 Wochen auf die Bank setzt und ihn dann reinwirfst, dass er die beste Leistung überhaupt abliefert, ist halt auch unrealistisch. Also ich glaube, der braucht da ein bisschen Sicherheit und die kann er ja nur bekommen, wenn er spielt. Jetzt ist aber in den ganzen Überlegungen, warum ist so krass raus aus diesem ganzen Kaderplanungsbereich. Ich glaube, Hütter hat eine Ansage gemacht. Ich glaube, Hütter hat eine Ansage gemacht, so hier, dieses Jahr muss mehr kommen. Das ist wahrscheinlich so ein erzieherisches Ding. Ich glaube nicht, dass er den komplett abgeschrieben hat. Also bin ich nicht, also bin ich von überzeugt. Weil aber ich finde, der jetzt in unserer Aufstellung zum Beispiel wieder nicht statt. Ja, aber das hat ja auch damit zu tun, was Etienne gesagt hat, dass man auch davon ausgeht, was Hütter macht und nicht, was wir machen würden, sondern dass du... Ja, klar. Der lässt ihn jetzt erstmal draußen, der erwartet jetzt wahrscheinlich eine Reaktion im Training, so wie man das halt kennt. Wenn die kommt, wird er auch wieder seine Chance kriegen. Erinnert euch an Toro. Also der war ja komplett schau und dann plötzlich steht er in Mainzer Startelf. So. Also da ist Hütter auch ein bisschen anders als Fee zum Beispiel. Dass du das Gefühl hast, nee, das wird nie mehr was. Ich bin weiter in Team So, muss ich sagen. Ich weiß natürlich nicht, wie sich das entwickelt, aber ich muss sagen, es gibt bei ihm Passagen im Spiel, die gefallen mir sehr, sehr gut. Die bringen eine gewisse, ja, so eine gewisse Vertikalität ins Spiel. Der hat spielt natürlich ab und zu einen Sicherheitsball, aber die sind auch manchmal wichtig und die sind hart, die Pässe. Also ich glaube schon, dass der gut sein könnte, wenn der vom Kopf her fresh ist. Und ich hoffe, dass Hütter das einfach hinkriegt. Der Hütter schreibt irgendwelche Motivationsbücher. Dann wird er ja wohl hinkriegen, dass der Typ an sich glaubt. Meine Güte. Also ja. Ich bin bei So, bin ich auf jeden Fall bei dir, dass ich ihn auch noch nicht abgeschrieben habe. Ich habe nur das Gefühl, dass der einfach gedanklich zu langsam ist für die Bundesliga. Das ist so, also technisch bringt er alles mit und auch die Ideen und so. Aber ich habe immer wieder, wenn ich ihn sehe, das Gefühl, dass er überrascht ist davon, wie schnell ihm jemand auf dem Fuß steht. Und da bin ich, also keine Ahnung, da hoffe ich einfach, dass das sich noch ändert, dass der wirklich sich da noch cleverer anstellt. Weil das ist so ein Kandidat, der die Ballverluste auch macht, die sofort brandgefährlich werden. Aber er ist halt auch dieser Quarterback-Typ, der halt auch mal einen geilen Pass spielt. Ja? Und das fehlt uns halt auch wiederum. Also ja, ist schwierig. Das meine ich halt. Wir haben lauter Spieler, die eigentlich zeigen, was sie können, aber sie können es nicht konstant abrufen. Das fuckt einen ja so ab, diese fehlende Konstanz in den Leistungen. Also wenn wir dann davon ausgehen, was Hütter macht, dann sehen wir eigentlich tendenziell keine Wechsel, außer dass da Costa rausgeht und dafür wahrscheinlich ein Schindler auf rechts spielt. Wenn ich mir was wünschen würde, dann würde ich tatsächlich mit einem Barkok, einem Ache und einem Zuber in der Startelf spielen. Oh Gott, das ist aber viele Veränderungen. Ja, ich sag ja, wenn ich mir was wünschen könnte. Ich weiß ja auch, dass Ache für Dost, Barkok für Kamada und ein Zuber auf rechts. Mhm. Oh, never gonna happen, aber würde ich mir auch angucken. Okay. Ja, mit dem never gonna happen, da bin ich auch von überzeugt, aber ja, wer weiß. Wenn Basti an den Jovic-Deal zu 85.000 Millionen Prozent glaubt, dann glaube ich dran, dass die drei am Freitag in der Startelf stehen. Wollen wir eine Wette abschließen, René? Eins von beiden sagt ein. Mit dir muss ich wetttechnisch sowieso noch ein Hühnchen rupfen. Ich krieg noch 2,50 Euro von dir wegen diesem Hertha gewinnt hier im DFB-Pokal-Ding. Ja? Wenn du konstant beim Wettbrötchen mittippen würdest, dann wärst du weiterhin im Plus. Du darfst natürlich nicht nur situativ reingehen. Du musst halt das ganze Ding mitmachen. Damit ich all mein Geld verliere, oder was? Nö, wir haben noch nie Verlust gemacht auf Sicht im Wettbrötchen. Nach 10 Turnusdingern sind wir immer positiv. Aber egal, darum soll es nicht gehen, was... Ja, keine Ahnung. Weiß nicht. Was bietest du denn für eine Wette an? 2,50 Euro. Wir wetten jetzt um 2,50 Euro um diese, die du gerade angesprochen hast. Das ist spannend. Ja, wir hören auch Kinder zu. Liebe Kinder, macht das nicht zu Hause nach. Genau. Verwendet nicht, nicht das Haus nicht eurer Eltern. Nicht so wenig Geld wetten, auf jeden Fall. Ich wollte gerade sagen, Kinder, für 2,50 Euro lohnt sich das. Aber da kommen wir doch schon zu den Tipps jetzt, oder? Dann, ja, hervorragend, Dennis. Dann kommen wir zu den Tipps. Dann fang doch auch direkt mal an. Was tippst du denn? Freitag, Eintracht gegen Hertha in Berlin im Stadion vor, weiß ich nicht, wie viel? 8.000 Hertha-Fans, falls es so viel überhaupt gibt. 5.000, glaube ich. 5.000. Ja. Also ich glaube tatsächlich, ich will nicht gegen die Eintracht tippen, deshalb gibt es ein 1-1.
Patricia. Von mir auch 1-1. Das machst du nur, damit bei euch der Haussegen nicht schief hängt. Eventuell, ja. Basti. Ich glaube 2-2. Corona, viele Tore. Alle sehr langweilig hier. Ich sag, die Eintracht gewinnt, ja, mit meinem, was hatte ich letzte Woche getippt? 5-0, das war vielleicht ein bisschen übertrieben. Ich sag, wir gewinnen 3-1. Etienne. Ich wollte das gleiche sagen wie Basti, und ich lasse es mir jetzt nicht wegnehmen. Ich sag auch 2-2, sorry. Es ist ja hier nicht zu fassen. Katrin, du musst das Ding jetzt hier irgendwie retten. Das ist jetzt richtig gemein, weil ich eigentlich auch sagen soll, noch so in dem Eindruck des letzten Spieles schaffe ich es nicht über ein Unentschieden hinaus. Wollte eigentlich auch 2-2 sagen, aber ich sage dann 1-2. Und das Ende, widerspricht eigentlich meinem Bauchgefühl. Ja, am Ende haben wir wahrscheinlich alle Unrecht und es wird irgendwie so ein 0-0 der schlechteren Sorte oder so. Ich sehe auch so ein 3-0 für die Hertha. Das sehe ich auch. Ich habe da schon gewisse Vorstellungen, wie das aussehen könnte. Am Horizont leider. Ja, ja. Ja. Dann erwarte ich aber doch, dass wir irgendwie diesen 24-Stunden-Livestream aus dem Hause Patricia bekommen, wie das dann abgeht, damit wir uns wenig an irgendwas hier erfreuen können. Brauche ich Asyl bei irgendjemandem? Also ich melde das hier schon mal an. Das kriegen wir wahrscheinlich dann auch noch hin. Jun, gut, dann können wir so langsam hier die Zielgerade einreichen, weil der Basti hat auch noch einen Anschlusstermin. Offene Frage in die Runde, habt ihr noch irgendwas in Richtung Empfehlungen, Dummschwätzer, gute Tat, hat er Dennis einen Umwelttipp vorbereitet? Tatsächlich nein, ich habe keinen Umwelttipp vorbereitet für heute. Dann schreibt ihr das mal als Hausaufgabe auf für die nächste Woche. Habt ihr sonst noch irgendwas, was wir hier an dieser Stelle besprechen sollten, damit wir hier auch alles angesprochen haben? Ich habe meine Empfehlungshausaufgabe auch nicht gemacht. Ich habe auch keinen richtigen Dummschwätzer. Ich wollte nur sagen, dass der VfL Wolfsburg wieder was Dummes getwittert hat. Also zum 5-1 gegen Bayern. Das war ja an diesem Tag. Und die haben einfach getwittert. Damals waren sogar 11 Zuschauer auf dem Rasen zugelassen. Und damit meinen sie ihre eigenen Spieler. Wo Lewandowski hier 5 Tore in 9 Minuten oder so. Ja. Fand ich ein bisschen lächerlich, weil man dem FC Bayern die ganze Zeit in den Hintern kriecht. Ich weiß nicht warum, ich weiß nicht, was mit denen los ist. Weiß nicht, wenn mein Verein das twittern würde, würde ich wahrscheinlich irgendwie aus dem Fenster springen vor Scham. Aber ich glaube, die sind es langsam gewohnt. Wollte nur mal kurz ein bisschen Wolfsburg-Hass rauslassen. Das war's. Da sind wir immer für zu haben. Hass auf Wolfsburg ist immer angebrachter Hass, glaube ich. Also weil ich es vorhin erwähnt habe, würde ich noch eine Empfehlung rausgeben. Und jawohl, eben dieses Buch Krauts von Hans-Ulrich Gumbrecht. Aber man muss schon auch einen großen Faible für Philosophie haben. Das Stadion als Ritual von Intensität. Also nachdem ich jetzt in dieser Situation im Stadion war, lese ich es, glaube ich, nochmal. Ja. Das ist schon, ist nicht sehr dick, das Buch, aber man muss sich durch ein paar Seiten, muss man sich ein bisschen durchquälen, weil es, wie gesagt, sehr philosophisch ist. Aber ich glaube, der Mann hat sehr vieles sehr gut erkannt. Okay. Ich habe auch noch ein Buch. Ich habe gerade die Biografie von Andreas Buck zu Ende gelesen. Früher Stuttgart, Lautern, glaube ich, Freiburg angefangen. Sehr interessant, weil er so genau in diese Zeit, als der Fußball wirklich finanziell auch durchgestartet ist, der hat quasi beide Zeiten mitgemacht. So hat dann so in diesen grauen 90ern angefangen, ist aber mit in diese 2000er reingeschwemmt, wo es plötzlich richtig Cash gab. Hat auch einige interessante Stories zu erzählen, was man halt immer so kennt, wenn die dann an irgendwelche dubiosen Immobilien-Johnnies geraten und so weiter und so weiter. Man kann so ein bisschen über den Geisteszustand von Andreas Bremer erfahren und seine Qualitäten als Trainer. Also es ist sehr, sehr interessant teilweise. Turbo heißt es, glaube ich, das Buch. Korrekt. Habe ich hier gefunden, packe ich in die Empfehlungsliste, jawohl. Ja. Tatsächlich. Etienne, wie sieht's aus? Empfehlung. Eine Empfehlung? Ich habe gerade, ihr habt bestimmt schon drüber geredet, aber die, die Michael Jordan-Doku auf Netflix, ich weiß, ich bin late to the party. Ja. Aber die könnte man wirklich jedem Sportler einmal vor so einer Partie einfach abspielen
Oder irgendwie sagen die, deine Hausaufgabe ist es jetzt zu gucken. Und wenn du danach nicht motiviert bist, als fucking Profisportler irgendwie diese Extraschichten zu machen. Wir hatten am Montag Bundesliga und da hat Ralf Gunesch erzählt, dass er mit Otto Addo, der ist der Fitnesstrainer irgendwie vom BVB, dass er mit dem telefoniert hat und dass der erzählt hat, was Haaland für ein krasses Tier ist, dass der halt einfach der Erste ist, der kommt, der Letzte ist, der geht, der immer trainiert, noch einen drauflegt, weil der einfach unfassbaren Ehrgeiz hat. Und das ist einfach genau das, was ich mir wünschen würde für unsere Kicker, dass die nicht sagen, so Leute, ich gehe nach Hause PlayStation spielen, sondern dass die einfach an ihren Schwächen arbeiten, bis sie kotzen. Weil das so eine einmalige Chance ist, du bist in 10 Jahre in diesem Rampenlicht und dann liefer ab. Du hast schon dieses Talent, du bist schon auf der großen Bühne, reiß dich 10 Jahre am Riemen und sei so ehrgeizig, wie es nur geht. Das ist so, keine Ahnung, die Empfehlung für alle, die sie immer noch nicht gesehen haben. Tolles Schlusswort ist. Ja, ne? Ja, sehr gut. Würde ich sagen. Sagt der faulste Mensch der Welt. Gut, dann würde ich sagen, dann lassen wir es auch bei diesem Schlusswort. Und machen hier den sprichwörtlichen Sack zu. Vielen Dank, Etienne und Katrin, dass ihr mit dabei wart und uns an eurem Frust oder an eurer Erfahrung im Stadion habt teilhaben lassen. Ich würde sagen, danke fürs Einladen gerne. Und mitmachen dürfen. Ja, immer wieder gerne. Etienne, du kommst spätestens nochmal wieder, entweder wenn hier alles total super läuft, um dich zu rechtfertigen, ja, oder wenn alles total schlecht läuft, um hier noch ein bisschen mehr Hass reinzubringen, je nachdem, genau, in welche Richtung es geht. Wir finden auf jeden Fall irgendwie einen Grund und für Katrin lassen wir uns auch noch irgendwas einfallen. Ja, aber ich hatte meine Podcast-Premiere jetzt bei euch, wo ihr der erste Podcast wart, den ich je regelmäßig gehört habe. Sehr schön. Sehr vielen schön. Dank. Du weißt, wie der nächste Schritt ist. Nächste Halt 93. Genau. Und danach, eigener Podcast starten. Erst hören, dann mitmachen, dann selbst einmachen. Ich glaube, da mache ich lieber einen selber 2000 als bei 93. Rundfunk, ich steige gleich bei 93. Karriere ist schon vorprogrammiert. Ja. Sehr gut, sehr gut. Ambivalenz 2000 ist auch ein schöner Sendungstitel, finde ich. Ist auch ein schöner Sendungstitel. Den schreiben wir mal auf. Da haben wir schon eine ganze Latte von Sendungstiteln. Ich würde sagen, damit machen wir jetzt Schluss. Vielen, vielen Dank an alle, die bis hierhin fleißig zugehört haben. Auch nochmal vielen Dank an alle, die uns hier regelmäßig supporten. Wenn ihr noch nicht zu unseren Supportern gehört, dann findet ihr alle Links in den Shownotes unter eintracht-podcast.de. Und dann werden wir uns in der nächsten Woche zur gewohnter Art und zur gewohnter Zeit wieder melden und dort dann über hoffentlich ein erfolgreiches Spiel gegen die Hertha sprechen und dann mal schauen, was sich vielleicht in den letzten Zügen des Transferfensters noch tut. Bis dahin wünschen wir euch eine wunderschöne Restwoche. Macht's gut! We'll be right back.